Nicht vegan sein ist nicht okay. Das ist ihr Slogan. Heute zu Gast haben wir die militante Veganerin Raffaela. Hallo. Mit meinem wunderbaren Partner Nisa. Dankeschön. Der leider ein Fleischesser ist. Und meine Wenigkeit, der auch vegan zum Glück ist. Deswegen sind zwei Veganer und ein Fleischesser hier bei Die Deutschen hier im Podcastraum. Vielen, vielen Dank. Ein Applaus für Raffaela, dass sie erstmal hier ist. Ja. Danke, aber er lacht gerade so. Stimmt das wirklich, dass du Veganer bist? Ja, ich bin Veganer. Er ist der Fleischesser. Stark. Deswegen finde ich diesen Diskurs, den wir heute führen werden, sehr, sehr geil. Weil zwei gegen einen ist mal was Neues. Zwei gegen einen, genau. Deswegen, willst du dich nochmal für die Zuschauer vorstellen, die dich vielleicht noch nicht kennen? Ja, hallo, ich bin Raffaela. Ich betreibe seit 3 Jahren Online-Aktivismus, um den Menschen mitzuteilen, dass Tiere Personen sind in anderen Körpern, Kinder in anderen Formen und Farben und genauso verdient haben, respektiert zu werden, nicht versklavt zu werden und nicht zum Schlachthof geschickt zu werden. Und deswegen ist Veganismus unsere menschliche, moralische Pflicht. Hast du gehört, Nisa? Ja, ich hab's gehört. So, jetzt hast du mal live gehört. Hast du ein Gegenargument? Ein Gegenargument für? Ja, um Tiere zu schlachten. Dazu kommen wir. Ach so. Müssen wir erstmal wissen, wer bist du? Ja? Wer bist du? Woher kommst du? Und einfach mal die Person dahinter. Und wie hat das angefangen? Ja, jetzt drückst du dich noch. Ja, bereitest du noch was? Ich bin bereit. Ja, ganz grobe Frage. Ich bin so aufgewachsen wie wahrscheinlich du auch, als Nicht-Veganerin. Ich bin in Wien aufgewachsen. Ich bin jetzt 27, vegan geworden bin ich erst mit 24 leider. Und das bereut man, glaube ich, sehr, wenn man verstanden hat, was man so lange unterstützt hat. Mhm. Und ich bin dadurch zum Veganismus gekommen, dass ich mich zuerst einmal mit gesunder Ernährung auseinandergesetzt habe. Und dann schlittert man immer mehr so in diese Plant-Based-Schiene. Aber ich habe das jahrelang nicht radikal gemacht, ich habe sehr viele Ausnahmen gemacht. Und erst als ich 24 war, hat mir jemand im Gespräch vorgeworfen, weil da ging es einfach nur um die Ökonomie, dass man ja die Menschen und die Tiere so nicht vergleichen kann, dass das ja was ganz anderes sind, dass man Sklaverei nicht mit den Tierindustrien vergleichen kann, Mord oder eben den Holocaust. Und ich habe mir halt gedacht, warum nicht? So, wenn das jetzt Menschen wären in diesen Tierindustrien, in diesen Lagern, wo die Kopf an Kopf stehen, in ihren eigenen Fäkalien dahin vegetieren, die Leichenberge sich tummeln, die Köpfe abgetrennt liegen, die Knochen da liegen, die Häute, dann würden wir das genau mit dem Wort Holocaust und diesen anderen schrecklichen Begriffen bezeichnen. Und ich möchte sowas nicht unterstützen. Und wirklich dieser ausschlaggebende Vergleich zwischen Mensch und Tier, diese Parallele hat mich dann vegan gemacht, als ich 24 Jahre alt war. Und seitdem bin ich eigentlich direkt in der Woche, wo das bei mir so Klick gemacht hat und ich nie wieder eine Ausnahme gemacht habe, auch auf die Straße gegangen, um für Tierrechte zu kämpfen. Okay. Ich merke gerade, eine Sache habt ihr gemeinsam und das ist dieses Radikale. Ja? Er ist auch radikal in gewissen Hinsichten. Du auch. Du lebst das einmal anders aus, natürlich. Aber warst du ganz normal? Hast du Fleisch gegessen, gechillt, gelacht, geredet? Meine Damen und Herren, was geht ab? Wir sind die Deutschen und wir befinden uns im November 2024 auf große Arena-Tour. Yes. Mit dem Die Deutschen Podcast. Es wird die beste Entertainment-Show, die Deutschland je gesehen hat. Wie kriegt ihr Tickets? Ganz einfach. Geht in den Link in die Beschreibung, ob Spotify, alle Streamdienste oder YouTube. Einfach draufklicken, Tickets gönnen. Viel Spaß und die Show wird atemberaubend, denn es ist keine Podcast-Show, es ist keine Stand-Up-Show, sondern was Eigenes, was noch nie in Deutschland da gewesen ist. Viel Spaß und jetzt geht's weiter. Ja, jetzt chill ich nicht mehr, jetzt lache ich auch nicht mehr. Reden tue ich sowieso nur selten. Ja, ich war ganz normal. In der Früh gab es bei mir meistens Nutella-Brot vor der Schule, Kaffee mit Milch. Zum Mittag hatte ich eine Pausensemmel mit Schinken und Butter. Was ist ein Semmel? Bitte? Was ist ein Semmel? Eine Semmel? Ein Brötchen. Eine wienerische Semmel halt. Oh. Ein Semmelchen. Ein Semmel. Semmel. Ein Leberkäse. Semmel Jackson. Semmel. Genau. Genau, der. Ja. Samuel Jackson. Ja, das ist geil. Warum ändert sich das Wort für Brötchen so oft? Aber in verschiedenen Teilen Deutschlands heißt das auch anders, ne? Brötchen. Ja. Im Schwabenland Weckle? Ach süß, weiß ich nicht. Ich will auch ein Weckle. Ja, Weckle, aber Semmel habe ich nicht gehört. Semmel? In Hamburg heißt das auch anders, ne? Brötchen? Brötchen. Schrippe, ja. Schrippe? Schrippe. Das heißt, ich gerne einem Schrippe. Hier und da, gib mal 6 Schrippe. Ja. Nee, Schrippen. Du hast halt Fluppe zu Zigaretten gesagt. Ich war auch so, was? Fluppe, was ist Fluppe, das? Kennt ihr? Nee. Woher kommst du denn aus Deutschland? Sauerland, bei Dortmund. Ja. Dorfkind. Ja.
Auf jeden Fall Semmel mit Leberkäse, mit Schinken, Schnitzel, Wiener Schnitzel. Ich habe jedes Wochenende waren wir bei so Heurigen, heißt das, bei so Restaurants, die sich halt aufs Fleisch fokussieren. Waren wir fast jedes Wochenende essen McDonald's. Ich war jeden dritten Tag bei McDonald's in der Schulpause. Also woher kommt dann der Umschwung? Ja, das ist, wie gesagt, wenn dann jemand dir so die Augen öffnet und dir so einen Vergleich vorbrettet und du kein gutes Gegenargument hast, um etwas zu unterstützen, wogegen wir alle im Herzen sind. Wir sind alle gegen Tierquälerei. Also du musst eigentlich nicht die Frage stellen, woher kommt das dann, dass man vegan wird, sondern wie kann das kommen, dass man nicht vegan ist? Weil jedes Kind, das aufwächst, wenn du das neben einen Apfel und einen Hasen setzt, dann würde das den Hasen streicheln und kuscheln und den Apfel essen und nicht umgekehrt. Wir haben überhaupt keinen inhärenten Jagdinstinkt. Ja, aber ein Kind legt doch seine Hand auf eine heiße Herdplatte. Das ist ja kein... Ja, aber es hat überhaupt keinen Instinkt jetzt, allein von dem Interesse an dem Essen her, einen Hasen, der noch lebendig ist, zu jagen, zu töten, wenn du ein überfahrenes Eichhörnchen auf der Straße siehst. Sollte man Hasen spielen? Ja, mit Hasen spielen, Hasen kuscheln. Aber so überfahrenes Eichhörnchen, jedes Karnivore, wirklich, wirklich so Karnivore, instinktgetriebene Tier, hätte dann Wasser im Mund zusammenlaufen und würde sich denken, lecker. Wir hingegen sagen, oh mein Gott, das Arme, wir haben Spiegelneuren, wir haben Mitleid mit diesen Tieren und wir ekeln uns sogar vor dem rohen Fleisch. Klar, wenn du es dann irgendwie schön zubereitest, in Gewürzen, pflanzlichen Gewürzen und Ölen einreibst, dann riecht es auch irgendwie gut, dann sieht es für dich appetitlich aus, aber der Weg dorthin ist lang. Und schau, selbst wenn wir diesen Instinkt nicht hätten, haben wir trotzdem inhärent alle diese Menschlichkeit, dieses Mitleid. Aber eine Brokkoli würdest du ja auch nicht essen, wenn sie nicht gekocht das ist. Das stimmt nicht, ich esse rohen Brokkoli. Kann man essen, schmeckt gut. Ja, unabhängig davon. Ich mag Brokkoli nicht. Echt gar nicht? Nee. Unabhängig davon, ob du jetzt Appetit drauf hast oder nicht, was wir auf jeden Fall haben und was uns allen abtrainiert wird, glaube ich, ist dieses Mitleid mit den Tieren, dass wir, wenn du ein Tier vor dir leiden siehst, dass du, wenn du jetzt gerade sehen würdest, was die Tiere am Schlachthof wegen dem, was du heute vielleicht schon gegessen hast, durchlaufen müssen, dann würdest du sagen, das muss enden, das darf nicht passieren. Und gleichzeitig haben wir fast schon diesen schizophrenen Akt, dass wir dann in den Supermarkt gehen und genau das mit unserem Geld unterstützen, wogegen wir uns innerlich eigentlich sträuben. Okay. Gibt es aber, sagen wir mal, Schlachthöfe, die nicht diese Massentierhaltung haben, sondern so ein Tier gut behandeln? Gibt es sowas? Ja, was heißt einen Schlachthof, der ein Tier gut behandelt? Am Ende des Tages, egal wie glücklich das Tier war, egal wie liebevoll es geschlachtet wird oder sonst was, siehst du hier Gewalt passieren. Ein Tier stirbt nicht friedlich auf einer Wiese, wo es dann zu Tode gestreichelt wird, sondern ihm wird ein Messer in die Kehle gerammt. Wenn wir Fleisch, Milch, Eier und Käse konsumieren, wird dafür ein Tier die Freiheit beraubt und als Warenstück behandelt. Also dieser ganze Mythos mit humanem Schlachten, Bio. Was heißt Bio in Deutschland? Das heißt normalerweise, das Tier kriegt ein anderes Futter, das ist Bio, das ist halt lokal angebaut wurde und teilweise, dass sie ein bisschen mehr Platz haben, vielleicht weniger Medikamente bekommen müssen. Großartig, am Ende des Tages will ein glückliches Tier eher sterben oder ein unglückliches. Da könntest du sogar ein Argument für Massentierhaltung mehr formulieren, wogegen wir uns alle stellen, weil ein glückliches Tier zu töten ist sogar schlimmer, als ein unglückliches Tier zu erlösen. Wie dem auch sei, wir haben kein Recht darauf, jemanden, der sogar glücklich lebt, die Qualität des Lebens rechtfertigt nicht, dass wir den dann töten. Weil wir sind auch Biomenschen, okay, so gesagt. Was würde passieren? Hast du den Film Planet Affen gesehen? Nur den Trailer. Okay, wenn Caesar jetzt kommen würde und sagt, okay, alle Affen greifen jetzt die Menschen an. Was müssen wir da machen? Müssen wir uns verteidigen? Verteidigen, ja sicher. Also du hast ein Recht, deinen Körper zu verteidigen. Wenn dich ein wildes Tier oder ein anderer Mensch angreift, dann kannst du den von mir aus auch attackieren und ihn töten sogar dabei, wenn es nicht anders geht. Aber das gibt uns ja trotzdem kein Recht, die wilden Tiere oder die anderen Menschen ohne guten Grund, ohne in der Notwehrsituation zu sein, abzustechen, ins Schlachthaus zu schicken, massenweise zu diskriminieren, nur weil sie einer anderen Spezies angehören. Ja, in Indien ist ja die Kuh sogar heilig, ne? Ja, also was heißt heilig? In Indien ist eins der Länder, das am meisten Milchbetrieb hat, weil die sind alle Vegetarier, aber keine Fleischesser dann größtenteils, wobei auch das sich immer stärker ändert. Also diese dritte Weltländer, die werden immer weiter industrialisiert und Fleisch ist dort gerade cool. Also die McDonald's sprießen aus dem Boden und immer weniger Leute in Indien essen auch kein Fleisch, sondern essen halt immer moderner, so wie wir das halt tun, weil sie glauben, das ist die neue Art und Weise. Diese Spiritualität geht verloren. Aber selbst in Indien, dort wo die Kühe heilig sind, werden die massenweise vergewaltigt, um schwanger zu werden. Die Kinder werden ihnen weggenommen. Wer wird vergewaltigt? Die Kühe. Von wem? Von wem? Ja, von den Besamungstechnikern. Wie glaubst du, warum macht denn eine Kuhmilch? Ja, von Indern. Von Indern und von Europäern und von Deutschen und von allen auf der Welt, die Milchprodukte konsumieren, dann seid ihr Kuhvergewaltiger. Okay. Das heißt... Warum macht denn eine Kuh Milch? Warum denn? Cheyenne, warum macht eine Kuh Milch? Oder jedes Tier Milch?
Warum? Ich bin noch dabei, dass ein Inder eine Kuh vergewaltigt. Ja, das tun sie. Warum macht die Kuh Milch? Sag's mir. Warum vergewaltigt der Inder die Kuh? Ich stell mir das vor, wie so ein Inder so eine Kuh vergewaltigt. Guck, ich habe sogar ein Bild. Es ist zwar kein Inder, aber es ist ein Mensch, der eine Kuh vergewaltigt. Yo. Yo. Fisting, sein Vater. Fisting, sein Vater, seine Kuhmutter. Was macht er da genau? Zeig also, der Besamungstechniker, der geht und der steckt einen Arm in den Rektum von der Kuh, um ihren Uterus zu fixieren, damit er dann mit einer Besamungssonde in ihren Vaginalkanal eindringen kann, um dort das abmasturbierte Bullensperma hineinzuspritzen, um den Uterus besser zu wischen. Das heißt, vorher wird ein Bulle genommen, eine männliche Kuh, und der wird mit einem elektrischen Analdildo zur Ejakulation gezwungen. Entweder dieser Bulle verliert dann sein Bewusstsein, weil das für ihn extrem anstrengend ist, diese elektrischen Impulse. Dann kann man nach einer Viertelstunde gleich nochmal probieren. Oder aber eben ich kenne einige Männer, die zahlen dafür Geld. Ist das schön, dass wir Tiere vergewaltigen dürfen als also. Lustobjekte? Schöne Grüße an Relle Bonheur. Es gibt Länder, da ist normale Vergewaltigung an Tieren, also mit einem Penis und deinen eigenen Genitalien sogar echt noch erlaubt. Und da sagen die meisten Menschen, oh, das ist furchtbar. Aber da würde man sogar vielleicht noch sagen können, dass das Tier vielleicht Spaß dran hat. Daran hat das Tier noch nicht einmal Spaß. Und beides ist perverse Kackscheiße. Okay, jetzt gibt's aber Leute. Ja. Also ich sag nur, was die Leute fragen würden. Mhm. Ich bin ja ein empathievoller Typ. Okay. Er noch mehr als ich. Er hat ja noch mehr Empathie. Bezweifle ich, wenn er nicht vegan ist. Jetzt können ja Leute sagen, woher weißt du, dass sie nicht Spaß daran haben? Woher weißt du, dass sie leidet? Kann sie reden? Das sind ja die Argumente. Ja. Kann sie reden? Wie kann sie denn dir als Raffaella sagen, mir gefällt das nicht, dass jetzt so ein Inderarm in meinem Arsch ist? Ja. Also die gleiche Fragestellung hätten wir dann ja, wenn wir zum Beispiel ein menschliches Kind nehmen, das entweder kognitiv beeinträchtigt ist oder noch nicht reden kann. Woher weiß ich denn, dass das Kind oder die schwer beeinträchtigte Person das nicht möchte, dass ich jetzt meinen Arm in ihrem Rektum stecke? Woher weiß ich das denn, dass sie nicht am Schlachthof stehen will, dass ich ihr nicht die Kinder wegnehmen kann? Also da gibt es mehrere Indizien dafür und wir müssen dann im mutmaßlichen Willen des Opfers handeln. Erstens, sie sind gleichermaßen aufgebaut wie wir. Sie haben ein zentrales Nervensystem. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit liegt sehr nahe, dass wenn ich eine Kuh trete, dass sie das ähnlich verspürt, wie wenn ich dich jetzt trete. Du würdest das nicht wollen, selbst wenn du mir das nicht aussprichst, selbst wenn du dich richtig zusammenreißt, um mich bloß nicht wissen zu lassen, dass dir das wehtut. Ist aber nicht so, weil die Kuh zeigt dir das sogar. Die wird sich wehren, genauso wie ein Hund sich wehren wird, genauso wie ein Menschenkind sich wehren wird. Die wird versuchen, dem nächsten Schmerzreiz auszuweichen, wenn sie das gelernt hat. Also sag mir mal, wie bei Dr. Doolittle. Ja. Die Tiere könnten sprechen. Ja. Was denkst du, hau mal so 5 Sätze raus, was man hören würde. Du Arsch-Sohn, hol mich sofort aus dieser scheiß Gaskammer raus. Lass meine Nippel in Ruhe, hör auf mich zu vergewaltigen. Das ist mein Brustsekret für mein Baby. Lass mein Baby bei mir. Hör auf, es vor mir zu stehlen. Warum machst du das? Du brauchst keinen fucking Tittensaft mehr. Du bist ein erwachsener Mensch. Lass mich in Frieden. Ich will genauso nicht versklavt werden wie du. Ich glaube, da würden immense Vorwürfe von diesen Tieren kommen. Boah, ich hab grad Angst gekriegt. Okay, ja, die gut. Tiere haben auch Angst. Das würden sie sagen? Was glaubst du denn, was sie sagen würden? Ich denke das Gleiche. Ja. Was glaubst du, was sie dir sagen würden? Ich denke nicht, dass sie das sagen würden. Was glaubst du, würden sie dir sagen? Du bist ja nicht Veganer. Was, wenn jetzt eine Kuh hier sitzen könnte, so. Warst du schon mal auf einem Bauernhof? So, hier sitzt jetzt eine Kuh. Ja. Was glaubst du, sagt die? Wie heißt die? Die heißt Bertha. Das ist Bertha. Bertha. Okay. Ja, die sagen, hallo, warum trinkst du noch meinen Tittensaft, Nisa? Warum machst du das? Weil es schmeckt. Aber Bruder, ist dein Geschmack echt wert, dass jemand einen Arm in meinen Arsch schiebt und mir mein Kind stiehlt, du Perverser? Warst du schon mal auf dem Bauernhof? Warum machst du das? Ist es das wert? Warst du schon mal auf dem Bauernhof? Ich war am Bauernhof, ich stehe jetzt gerade wegen dir, du Lösche! Warst du schon mal auf einem Bauernhof? Er weicht meinen Fragen aus, aber nein, ich weiß nicht, das ist mir zu blöd, das ist mir zu blöd. Warst du schon mal auf dem Bauernhof? Dann gehe ich lieber am Schlachthof, als mich mit dem zu unterhalten. Raffaella, wir sind ja 2-1, ich helf dir. Erstens darf das keine Frau sein, sonst hört ihr schon mal nicht zu. Ne? Es muss ein Mann also sein. Also soll ich gehen oder was? Nein, du musst das als Mann spielen, dann hört er eher zu. Nein, warst du schon mal auf dem Bauernhof? Ja, ich war am Bauernhof. Ich war auch schon auf dem Bauernhof. Okay, und wie ist das ein Argument hier? Ja, aber ich bin noch nicht fertig. Du musst ja nicht so aggressiv werden. Ja, genau, das sagt der Richtige. Also. Ja, gell? Bruder. Was? Lass mich dich nicht. Nein, ist egal. Sei nicht so aggressiv. Ja. Hast du schon mal gesehen, wenn eine Kuh und ihr Kind. Ne, wenn du ihr das wegnimmst oder wenn du die trennst, was dann passiert? Unterschiedlich, es ist unterschiedlich. Teilweise reagieren die extrem emotional drauf, besonders die ersten Male, wo die noch so eine Mutter-Kind-Beziehung haben und psychisch noch nicht so in die Richtung gedrillt sind, dass es eh egal ist, dass es ihnen eh immer weggenommen wird. Und teilweise reagieren sie komplett eben unemotional und kriegen gar nichts mit. Sie gar nicht. Das kommt, wie gesagt, auf die Situation an. Wenn du schon öfters dabei warst, dann kann das gut sein, dass das bei der 5., 6., 4., 5. Kalbung war, wo die nicht mehr darauf reagieren. Die sind ja so psychisch im Eck, weil die jedes Jahr durchlaufen, dass ihnen das Kind weggenommen wird. Das heißt, dieser mütterliche Instinkt,
gibt, diese Bindung, die sie auch aufbauen würden, wenn die Kälbchen an ihren Zitzen trinken, die wird ihnen komplett gebrochen. Noch dazu. Das ist aber nur eine These, die du hast. Das ist keine These. Also, dass da Kühe drunter leiden bei der Trennung, das muss nicht jedes Mal so sein. Und da bin ich auch offen genug zu sagen, hey, das ist wirklich nicht jedes Mal so. Und es gibt unterschiedliche Gründe dafür. Wie gesagt, wenn du eine Kuh sehr hungernd hast, weil die Kalbung sehr, sehr anstrengend war für die, dann kann es sein, dass es sich zuerst vor allem fürs Futter interessiert als für das Kalb. Aber unabhängig davon, selbst wenn es nur in 1% der Fällen ist, wie kommen wir dazu, diese heilige Bindung zwischen Mutter und Kind zu trennen? Das Kind, was passiert dann mit dem Kind? Will das nicht lieber bei der Mutter sein, selbst wenn die Mutter nicht drunter leidet? Ich glaube nicht, dass sie überhaupt dieses Empfinden haben. Du glaubst es nicht? Also, da redest du dir ziemlich einen Bullshit ein, glaube ich. Hast du schon mal gesehen, wenn du auf dem Bauernhof zum Beispiel den offen lässt, dass die Kühe da auch nicht fliehen? Die bleiben da, wo die. Es kommt auf den Bauernhof an, aber teilweise, wenn du einen. Die fliehen nicht, die bleiben da, die sind komplett entspannt. Genau, und das ist Prinzip nennt sich teilweise erlernte Hilflosigkeit. Also, besonders wenn du Kühe hast, die ihr gesamtes Leben lang in Anbindehaltung sogar waren, was in Bayern alleine über ein Drittel der Kühe sind, die ihr gesamtes Leben lang auf einem Ort festgebunden werden. Wenn die dann auf Lebenshöfe kommen, das Gegenteil von Schlachthöfen, wo sie einfach in Frieden gelassen werden vor Menschen wie dir, sind die teilweise so im Arsch schon im Kopf, dass sie selbst am Lebenshof sich einfach nur eine Ecke suchen und dort teilweise nur die Wand angucken. Aber du weißt, dass es Tiere gibt, egal wie lange du die hältst, sobald du irgendwas offen lässt, dann fliehen die. Die haben immer diesen Fluchtinstinkt. Ja, wenn sie von vornherein schon vor allem gelernt haben, dass sie sich frei bewegen können, dass ihnen dort keine Peinigung widerfährt, dass sie diesen Freiraum haben. Wenn du, wie gesagt, einen Menschen sein gesamtes Leben lang in einem Zimmer belässt und dann öffnest du die Tür und der erwartet draußen, der hat keine Ahnung, was da passiert, der versteht das nicht. Der wurde sein ganzes Leben lang nur festgebunden, der wäre auch damit überfordert. Unabhängig davon, es gibt genügend Tiere, glaube ich, mit denen du jetzt gerade nicht gerade Platz tauschen würdest, denen du heute schon was angetan hast, oder? Ja, natürlich. Und wie kannst du das dann rechtfertigen, wenn du das selbst nicht gerne erleben möchtest, dass du ihnen das für deinen Geschmacksgrund antust? Das ist die Nahrungskette. Die Nahrungskette. Was heißt denn die Nahrungskette genau? Kannst du das ausführen? Also die Nahrungskette bedeutet, also sind ja nicht alle gleichgestellt. Zum Beispiel sagen wir mal, wenn der Hai, der macht sich ja auch keine Gedanken, jetzt wenn er so einen kleinen Fisch frisst. Ja. Richtig? Ja. Weil er in der Nahrungskette über ihm steht. Mhm. So, und ich, also meine Erfahrungswerte, ne, die ich ja nur mitteilen kann, ist, ich war oft auf dem Bauernhof, also ich bin oft auf dem Bauernhof, auf verschiedenen, und ich sehe das immer, es wird immer versucht, dieses Bild zu zeichnen von, ja, da sind Kühe, die weinen die ganze Zeit und machen so Striche an die Wand wie im Knast, ey, wann kommen wir hier raus, und dann singen die abends mit einer Akustikgitarre am Lagerfeuer, ey, es ist so, die sind gar nicht am Leiden, die sind am Chillen. Du kannst auch, wenn du ihnen sogar die Möglichkeit geben würdest zu fliehen, die fliehen nicht. Ja. Also ich glaube, wenn du ihnen am Schlachthof die Möglichkeit gibst zu fliehen, dann würde das die meisten Kühe annehmen. Unabhängig davon, ich bin jetzt keine Spiritualitätsveganerin, die dir hier irgendein Bild von tanzenden Kühen und weinenden Kindern aufmalen möchte, sondern einfach die Realität darstellen möchte, dass du... Kuh vergewaltigt. Ja, das ist die Wahrheit. Und Deutsche genauso. Und du genauso mit deinem Geld, wenn du dafür zahlst. Aber es gibt ja auch Wissenschaftler, die sagen... Ein Tier kann nicht nachdenken. Ja, aber das ist ja vollkomm irrelevant, ob ein Tier jetzt nachdenken kann, also komplexer nachdenken kann oder nicht. Ob das Tier leiden kann, ist halt die Frage. Und klar, wenn du jetzt den utopischen Fall hast von einer Kuh, die auf einer Wiese steht, dann hat sie ja in dem Moment überhaupt keinen Grund, irgendwo hinzurennen, weil sie ja nicht abstrakt denken kann, was sie noch erwartet in der Zukunft. Wenn du mir jetzt sagst, mich erwartet schreckliche Gefahren, dann werde ich versuchen, aus dem Land zu laufen. Wenn ich jetzt gerade hier mit euch sitze und nicht vermute, dass in den nächsten 10 Minuten mich irgendwer absticht, dann werde ich hier auch sitzen bleiben. Wenn ich das nicht verstehen kann, warum sollte ich dann laufen? Ich glaube, dass wenn die Kuh wüsste sogar, dass sie in 10 Tagen abgeschlachtet wird, dass die trotzdem nicht flieht. Was für eine unglaubliche Gewaltverharmlosung. Wenn die Tiere wüssten, was du ihnen antun wirst am Schlachthof, und die meisten, wie gesagt, leben nicht zufrieden auf irgendeiner Wiese, sondern es sind einfach nur in Konzentrationslagern dahin vegetierende Leichenwarenstücke, die da gehalten werden, die teilweise noch nicht immer bis zu ihrer Schlachtung durchhalten. 30% der Hühner, isst du Hühnerfleisch? 30% der Hühner schaffen es ja noch nicht immer bis zum Schlachthof, weil sie vorher in den horrenden Bedingungen sterben. Also erzähl mir nicht von, die würden nicht fliehen. Ich war auch mal in so einem Hühnerstall. Ich glaub mir, die Tür war offen, die sind nicht geflohen, weil die so gaga waren. Die waren überfordert von der Draußenwelt, die kennen gar nichts anderes, die wollen das trotzdem nicht erleben. Und wo ist denn der Unterschied, dass ich das diesen Tieren antun darf, aber Menschen nicht? Was ist, wenn diese Tiere, wenn du eventuell denen ihr emotionales Spektrum überschätzt, wenn die gar nicht dieses Empfinden haben wie du, dass die so, das ist ja wie zum Beispiel, wenn man jetzt ganz oberflächlich sich eine Schildkröte anguckt, ne? Und du steckst die in so einen Karton. Wir würden jetzt persönlich sagen, oh mein Gott, diese Schildkröte steckt in dem Karton, wie muss die leiden? Weil das ist ja wie wenn du so einen Mensch einsperrst. Mhm. Aber es ist ja wahrscheinlich so, dass die Schildkröte gar nicht diesen Verstand besitzt, zu sagen, oh mein Gott, ich drehe hier durch, das ist so voll eng. Also
also meiner Meinung nach, vieles, was du sagst, ja, die fühlen sich so und das ist sehr schlimm für die und du weißt nicht, wie die leiden emotional, das, ich kann es auch nicht wissen. Aber du kannst es auch nicht wissen. Gut, das kann ich dann bei jeder Form von Opfergruppe sagen. Nein. Dass ich mir ja nicht sicher sein kann, kannst wie die leiden. Nicht, wie gesagt, wenn ich menschliche Kinder habe, deren zentrales Nervensystem auch schon auch anders aufgebaut ist, also die einen anderen Körper haben als ich, die vielleicht eine andere Sprache sprechen, die eine andere Kultur haben als ich, kann ich auch sagen, ja, woher weißt du denn, dass das Kind da leidet? Das denkt ihr vielleicht anders. Das hat noch nicht das emotional reife Spektrum wie ein erwachsener Mensch. Ich kann nur im mutmaßlichen Sinne des Opfers handeln und denken, ich weiß nicht, ob du leiden kannst. Ich weiß es nicht sicher. Ich weiß, dass ich nichts weiß und ich denke, also bin ich. Mehr habe ich nicht an Informationen zur Verfügung. So, woher weiß ich, dass du leidest? Sag's mir. Woher weiß ich, dass du nicht zum Schlachthof willst? Weil wir das bei Menschen ganz genau wissen, dass wenn ich da sitzen würde und wüsste, ja, ich würde in 10 Tagen sag sterben, mir, was das heißt, dass ich mich jeden Tag, ja, übergeben, ja, würde und, okay, weinen würde, sagen betteln mal, würde. Wenn du es jetzt nicht weißt, weil die Tiere wissen es ja auch nicht und die können es auch nicht wissen, genauso wie ein Menschenkind, das könnte das nicht immer, ja, genau, wenn du es ihm sagst, verstehen. Genau. Also woher weiß ich trotzdem, dass dieser Mensch, wenn ich den dann zum Schlachthof schicke, dass das nicht in seinen Interessen wäre, dass der wahrscheinlich im Todestrakt dort zittern würde, dass der Angst hätte, dass der Schmerz verspüren kann, dass der nicht stundenlang durchs Land gefahren will, dass der nicht den Kopf geschossen will. Woher weiß ich das? Warum machst du das bei Menschenkindern nicht? Also bei dem Mensch, weißt du, hast du schon mal gesehen, wenn Menschen zum Tode verurteilt wurden, dann laufen die zum Beispiel, okay, aber da wissen die es. Ja, immer noch was, das hatten anderes, wir gerade. Mhm. Das ist immer noch was anderes. So, aber eine Mensch, ja, aber allein wenn du ein Kind die Eltern entfernst, dann, ja, weint er sich tot und will wieder, genau, ja, hat Angst. Bei vielen Kindern, bei vielen Tierkindern ist das auch so. Nein. Doch, das ist so. Und bei manchen Menschenkindern ist das auch nicht so. Wenn die, es gibt manche Menschenkinder, die nimmst du von den gesehen, Eltern dass weg. Ein Kind, okay. Es gibt solche Fälle, da reagiert das Kind gar nicht. Es gibt solche Fälle bei Tieren, da reagieren die immens. Da fangen Gänse an, dich anzubrüllen praktisch, ja, wenn du ein Tier entfernst. Es gibt Hühner, da dreht die Mutter voll durch. Katzenmütter, da drehen die voll, ja, durch. Es kommt immer auf die Konstellation an. Und wie gesagt, die Tiere in diesen Nutztierversklavungsindustrien, die sind ja teilweise so psychisch im Eck, dass die nicht mehr ihre natürlichen Gewohnheiten, Folgen, Instinkte in diesem Fall dann überhaupt ausdrücken können. Aber kommen wir bitte nochmal zurück auf die Frage. Ja. Woher weißt du bei einem Menschenkind, das nicht deine Sprache spricht, dass es das jetzt gerade nicht möchte, zum Schlachthof zu fahren? Weil man es das weint. Es weint, ja, man sieht es am Verhalten, mhm, selbst bei einem Baby. Und du willst wenn mir erzählen, ein Baby, ja, wenn ich zu einem Baby gehe, ja, und ich mache zum Beispiel nur so, ja, dann wird das weinen. Und du willst mir erzählen, knatschen, dass ein Hund das nicht macht, dass der dann reagiert und jault? Ein Hund? Ja. Ich glaube, ein Hund mehr als eine Kuh. Okay. Also ich bin oft auf dem Bau, ich sehe, okay, wie die Tiere sind. Ja. Also ich seh, aber auf jeden Fall, ein Hund tut das auch, richtig? Obwohl er kein Mensch ist. Bist du dagegen? Ja, ich bin jetzt nicht der Hundeexperte, nee, aber ich glaube schon, dass der anders reagiert. Ich glaube aber, ja, auch, dass sich das dahin entwickelt hat, ja, warum man zum Beispiel Kühe und Hühner isst, mhm, weil man gerade dieses Verhalten gesehen hat, nicht wie bei einer Katzenmutter, mhm, oder bei einer Löwenmutter, dass die nicht so, mhm, reagieren, wenn man die eventuell... Also ich glaube... Ja. Ich verstehe, was du meinst. Du setzt halt die Gefühlslage eines Tieres mit der eines Menschen. Also du stellst das auf eine Stufe. Und dann machst du dadurch halt, nein, meiner Meinung nach, sehr weit hergegriffene Vergleiche, ja, wie mit dem, ja, Holocaust. Ja. Also, stell dir vor, ein Holocaust-Überlebender hört, was du, ja, sagst. Das ist ja so, ja, teilweise respektlos. Ja, im Grunde, aber willst du ja auch ein bisschen polarisieren, mhm, um das Thema natürlich mehr in die Medien zu bekommen. Also diesen Vergleich heranzuziehen, klar, den machen selbst jüdische Holocaust-Überlebende. Ein Beispiel Veganer ist zum Beispiel, ja, natürlich, die, mhm, logisch denken können, mhm, und diesen Vergleich machen. Aber auch Nicht-Veganer haben diesen Vergleich bereits gezogen, die selbst jüdisch sind, aus jüdischen Familien oder das überlebt haben. Meine eigene Familie war vom Holocaust betroffen. Das war ein Thema in unserer Familie. Aber unabhängig davon, ob jetzt irgendwer offended ist oder nicht, ein Vergleich ist einfach nur logisch und beruht auf Fakten. Und wenn wir sagen, hey, das ist an Menschen abzulehnen oder eine schreckliche Gewalttat, ja, dann brauchen wir halt einen ethisch signifikanten Unterschied, der das dann bei Tieren rechtfertigen würde, ohne dass es dann eben so unethisch und eine schreckliche Gewalttat ist. Aber bitte kommen wir nochmal auf etwas zurück. Du hast beim Hund anerkannt, dass wenn ich einen Hund schnipse, dass das für den Leid bedeuten würde, obwohl er kein Mensch ist. Dann, ja, musst du das doch auch erweitern können. Warum sollte das dann bei der Kuh in Ordnung sein, sie nicht nur zu schnipsen, sondern ihr sogar die Kehle aufzuschlitzen? Ja, Moment, wir haben jetzt nicht darüber geredet, wenn wir dem Hund die Kehle aufschlitzen. So, wäre das okay, dem Hund die Kehle aufzuschlitzen? Dem Hund einfach, ja, so? Ja. Ich bin jetzt kein Hundeesser. Warum nicht? Wäre das okay, wenn ich jetzt einen Weil Hund esse? Weil er kein Asiat ist. Nee. Es essen auch nicht nur Asiaten Hunde. Also das ist so ein Vorwurf, der die ganze Zeit durch die Welt geht. Aber das ist geil.
Ich verstehe nicht, was daran geil sein soll. Also, ich finde den Spruch lustig. Ja, das ist lustig. Du musst ein bisschen mehr das mit Humor nehmen. Ja, stimmt, ich habe nie Humor. Weil, guck mal, weißt du warum? Warum dürfen wir keine Hunde essen, aber Kühe schon? Ich habe nicht gesagt, dass wir keine Hunde essen dürfen. Ich habe gesagt, ich esse sie nicht. Aber warum wäre das nicht in deinem Interesse, Hunde zu essen? Schmeckt nicht. Ja, ich bist du echt Veganer? Nein, ich war ja früher, ich bin ja auch wie du so ein Quereinsteiger. Also warum wäre das für dich komischer, einen Hund zu essen? Ein Hund ist kein Tier, das ist ein unsteiliches Tier zum Essen. Ja, okay. Das ist so, wie wenn du mich fragen würdest, warum magst du keinen Käsekuchen? Guck, und da sind wir jetzt bei den Ismen, die du vorher schon gesehen hast. Das ist mein Lieblingsthema. Ja, genau. Also Rassismus ist dir ein Begriff, oder? Mir sehr sogar. Ja. Erfunden. Also ein Rassist sagt zum Beispiel zu einem Menschen andere Hautfarbe oder andere Kultur, du bist ja nur ein Ausländer, ein Schwarzer, ein Asiate, ein sonst was und deswegen darf ich dich schlechter behandeln, deswegen bist du weniger wert, das sagt ein Rassist. Ja. Eine Sexistin oder ein Sexist sagt, ja, du bist ja nur eine Frau oder du bist ja nur ein Mann, deswegen bist du weniger wert. Sexismus. Das ist Sexismus. Ja. Wenn aber jemand sagt, eine Frau und ein Mann sind unterschiedlich, ist das auch Sexismus? Nein, absolut nicht. Okay. Nein, natürlich nicht, das wäre absurd. Ja, und dann gibt es Speziesismus, das ist die Diskriminierung nach der Spezies und da gibt es zwei Formen. Einerseits, dass du eben unterscheidest in die stylischen Tiere, die Hunde, die nicht von dir gegessen werden. Der Unterschied werden. Ist aber, ich habe nichts dagegen, wenn ein anderer ein Hund isst. Ja. Ich sag dann nicht, okay, dann bist du hier eh auf der Seite, aber allein, dass du für dich selbst so einen Unterschied machst, dass du wahrscheinlich, wenn hier ein Hund wäre, den jetzt streicheln und vor Gewalt bewahren würdest, würdest du das machen, wenn ich den jetzt trete? Den Hund, also ich würde, wenn du jetzt sagen würdest, ich will den Hund einfach so quälen, wie würde ich das natürlich verhindern? Okay. Ich würde auch nicht zulassen, dass man eine Kuh einfach so quält, aus Spaß. Aber es ist ja Spaß, oder machst du es aus einer Überlebensnotwendigkeit, dass du sie zum Schlachthof schickst, ihr Leben lang versklavst und von ihren Kindern entfernst? Also das ist ja, na guck mal, du zeichnest immer so ein Bild. Ja, ich frage dich, welchen Grund machst du das denn? Spring mir nicht von Punkt zu Punkt. Du springst von Punkt zu Punkt. Nein, du hast gerade gesagt, das ist ja nicht aus Spaß. Was ist das denn sonst? Aus welchem Grund machst du das? Aus welchem Grund schickst du Tiere ins Schlachthaus? Um sie zu essen. Ja, und was ist das für ein Grund zum Überleben? Ja, aber ist das zum Überleben, Nisa? Ja, Fleisch ist essentiell also wichtig. Nein, man kann man nicht vegan leben. Nein, ich habe Kopfhörer und ihr schreit. Ach so, sorry, tut mir kann leid. Kann man nicht vegan leben? Egal, ob ihr diskutiert an meine Ohren. Kann man nicht vegan leben? Kann man nur mit Fleisch überleben? Nein, man kann auch vegan überleben. Okay, das heißt, es ist keine Notwendigkeit. Überleben. Nein, irgendwann einmal nicht, weil dir fehlen dann gewisse Nährstoffe, die du brauchst. Okay, wo kriegst du alle Nährstoffe her, die du nicht tierisch bekommst? Das Einzige, was man nicht tierisch bekommt, scheint das Vitamin B12 zu sein. Und selbst wenn es irgendetwas anderes gäbe, wäre das pauschal keine Rechtfertigung, um Menschen zu versklaven und sie in Schlachthaus zu schicken, weil meine Gesundheit es nicht rechtfertigen würde, pauschal andere systematisch zu versklaven und zu unterdrücken. Wie es aber ausschaut, kriegst du alle Nährstoffe aus einer rein pflanzlichen Ernährung, bis auf Vitamin B12. Das die Tiere auch nur supplementiert, das kannst du gleich so einnehmen. Wir haben vegane Kraftsportler, wir haben vegane Kinder, wir haben vegane Familien, wir haben seit Generationen vegane Menschen. Kraftsportler? Ja, natürlich. Nenn mir mal einen veganen Kraftsportler. Ja, Moment, er ist ein Kraftsportler. Ja. Sportler, aber nenn mir mal einen im Sport generell, der Veganer ist und der wirklich an der Speerspitze seines Sports steht. Okay. Ist nicht möglich. Selbst wenn ich dir jetzt gerade keinen nennen kann und ich werde dir gleich welche nennen, bist du das nicht und es wäre keine Rechtfertigung, meine Muskelberge, um Leichenberge, um Versklavungsberge hervorzurufen. Also nenn mir jetzt nochmal, nachdem du diese Gründe nicht hast als Kraftsportler und finanziell davon abhängig bist oder sonst irgendetwas. Und wie gesagt, man kann veganer Kraftsportler sein. Paul Unterleitner, Patrick Babumian, Nimai Delgado, Tobi, der Veganist. Ja, wo sind die? Olli, der extreme Veganer. Was heißt, wo sind die? Wo bist du? Guck dich mal an. Du schickst Tiere gerade in den Schlachthof. Na, ich schicke Tiere nicht in den Schlachthof. Du zeichnest immer dieses Bild. Okay, kannst du mir jetzt nochmal erklären, wenn du es nicht für die Gesundheit brauchst zum Überleben? Ich brauch's für die Gesundheit. Du brauchst es nicht für die Gesundheit. Das ist einfach Wissenschaftsleugnung. Nein, das ist keine Selbst wenn das so wäre, wäre das keine Rechtfertigung, andere zu versklaven. Darf ich dann Menschenfleisch essen? Menschenfleisch ist essentiell wichtig für dich. Es hätte die gleichen Nährstoffe wie das Fleisch von einer Kuh. Es wäre sogar von der Bioverfügbarkeit höher, weil es uns näher ist, wenn ich Menschenfleisch esse. Die Bioverfügbarkeit wäre Kannibalismus. Wäre, ist illegal außerdem. Warum ist moralisch Appeal zu Gesetz? Das ist vollkommen irrelevant. Ein Appell an das Gesetz. Doch, Fleischessen weil es ethisch fundamental keine Haltungskraft hat. Aber Kannibalismus ist illegal. Warum ich begehe eine Straftat. Ob das jetzt illegal ist oder nicht, ist jetzt außerhalb der Debatte, weil es hier ein Moralgespräch ist und kein gesetzliches Gespräch. Also warum ist Kannibalismus unethisch, aber Tiere essen nicht? Wo ist da der ethisch signifikante Unterschied? Gritschen. Und wenn es legal wäre, fändest du es okay? Kannibalismus? Ja. Ich glaube, ich weiß es nicht. So, guck mal, ich muss mal kurz an dieser Stelle kann ich das Gespräch mit diesem Mann eigentlich abbrechen, der ernsthaft überlegt, Menschen ins Schlachthaus zu schicken, wenn es legal wäre. Vielen Dank. Okay, können wir kurz hier reingritschen? Also erstens, wenn ich jetzt den Podcast hören würde, wäre das total unangenehm, weil man nichts versteht, weil es nur dazwischen geredet wird. Ich würde gerne hier schon die Menschen ausreden lassen und dass wir normal miteinander reden. Weil sonst ist die Folge uninteressant, wenn die ganze Zeit dazwischen geredet wird. Also ich habe hier euch auf die Ohren, das tut weh, oder?
Also, ich versuche das Gespräch mal ein bisschen weiterzuführen, ja? Wir sind ja 2-1. Deswegen bist du ja heute hier, weil der so ein Hinterwäldler ist. Verstehst du? Der ist doch so ein Chobbern, wie man bei uns sagt. So, von daher. Wir reden nochmal über die Tiere, ja? Du setzt dich ja dafür ein, was Gutes ist. Und ich weiß, dass der im Herzen keine Tiere quälen würde. Er sagt für sich selber, dass er das als Grundnahrungsmittel braucht. Ne? Aber ich weiß auch, dass er, weil wie ich ihn kenne, er verurteilt mich auch nicht, dass er sagt, die dürfen nicht gequält werden. Der ist so eine Ratte. Ist das trotzdem ein Problem für dich? Selbstverständlich. Was heißt, die dürfen nicht gequält werden? Also es ist praktisch unmöglich, Tiere systematisch flächendeckend für die Gesellschaft als Leichenteile und mit ihrer Muttermilch zur Verfügung zu stellen, ohne dass dabei erhebliches Leid bei ihnen entsteht. Das, okay. Das funktioniert ja gar nicht. Diese Tiere müssen ja gehandelt werden. Die müssen von A nach B gebracht werden. Die müssen zum Schlachthof gebracht werden. Da gibt es Abläufe. Das Ganze läuft natürlich auf einer wirtschaftlichen Basis. Und da wird es immer Leid geben. Die Tiere, ganz im Gegensatz zu dem, was er gesagt hat, die gehen ja nicht freiwillig in diese Transporter rein. Die riechen das ja, die wissen das ja. Die sind nicht so dumm, wie er sie darstellt. Die riechen die Angst, die Tränen. Okay. Also die zittern, die wollen nicht von ihrer Familie getrennt werden. Nein, vielleicht nicht alle. Vielleicht sind manche einfach schon so durch. Aber und das Küken, sage ich dir auch ganz ehrlich, wenn ein Küken auf einem Fließband aufwacht, wie die meisten in den Brütereien, und die werden dann einfach zack, bumm, geschreddert, was in Deutschland nicht mehr passiert, dafür genau nach der Grenze halt passieren, dann kriegt das auch nicht viel mit. Aber es ist dennoch eine Tierrechtsbrechung, eine ethische Rechtsbrechung. Und hier rede ich nicht von der Gesetzeslage, weil schrecklichste Dinge, Nisa, waren legal. Ja, das ist ein gutes Argument. Und deswegen dürfen wir uns nicht nach dem Gesetz orientieren, sondern nach unserem Gewissen. Und dein Gewissen sagt, Tierquälerei ist falsch. Aber jeder, hat ja andere Parameter, was für ihn moralisch vertretbar ist. Mhm. Jeder sieht das ja anders. Ja. Im Dritten Reich haben Leute, fanden das cool, Juden in den Zug zu stecken. Genau. So, und die fanden das ja auch. Und es war auch legal. Ja, und jeder sieht das ja anders. Genau. Aber und es war schrecklich. So schrecklich, wie es jetzt ist, Tiere ins Schlachthaus zu stecken. Okay, sagen wir mal, das Tier Du hast selbst den Vergleich gemacht. Sagen wir mal, das Tier stirbt natürlich. Ja. Natürlich des Todes. Ja. Wegen dem Alter, Schwäche. Mhm. Wäre es dann okay, das Fleisch zu essen? Also dann habe ich genauso wenig ein Problem, wie wenn du deine tote Großmutter isst, wenn sie im Krankenhaus an Altersschwäche verstorben ist. Daran hätte ich ethisch gesehen kein Problem. Erst ab dem Punkt, wo man eben nach außen hin die Botschaft schickt, dass man prinzipiell Menschenfleisch als Lebensmittel, das man auch herstellen darf, produzieren und konsumieren darf. Also du stellst auf jeden Fall Tiere und Menschen gleich? Nicht unbedingt in allen Belangen. Also, weil das mache ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich sage jetzt nicht, ein Tier ist genauso. Es gibt manche Menschen, die finde ich weniger wert als ein Tier und manche Menschen, die finde ich mehr wert als ein Tier. Zum Beispiel finde ich jetzt Hitler deutlich weniger wert als einen Welpen. Ja. Ja. Das ist sogar ein guter Vergleich. Ja, deswegen beziehe ich das nicht auf die Spezies an sich, sondern auf die Eigenschaften, die mit dem Individuum einhergehen. Aber was hat eine Kuh für eine Eigenschaft, dass man sagt, ey, das ist eine coole Kuh? Dass sie liebevoll mit dir umgehen möchte, wenn sie die Möglichkeit hätte. Das ist eine Kuh. Die meisten. Aber unabhängig davon, ob sie jetzt Interesse hätte, mit dir eine Beziehung zu schließen oder nicht, hat die Kuh eine Eigenschaft, die uns mit ihr verbindet. Auf metaphorische Art und Weise, wir alle bluten in derselben Farbe. Das stimmt. Und das ist eben der Rassismus. Und Oktopus bluten auch in Blau. Ich weiß, man kann alles verintellektualisieren. Yeah, genau. Deswegen hier eine ganz einfache Darstellung nochmal. Ja. Wir sind vorher leider ein bisschen abgeschweift. Sexismus, Rassismus finden wir doof, lehnen wir ab, prinzipiell. So. Was? Das war ein Spaß. Speziesismus ist halt einfach die Diskriminierung nach der Spezies. Dass ich sage, ja, du bist ein Mensch, dich respektiere ich, dich schicke ich nicht ins Schlachthaus, aber huch, da ist eine Kuh, zack, Kopf ab. Aber kann ich ein Tier nicht mögen? Ich sag so, ein Fledermaus ist so ein Scheißtier. Boah, ich mag so viele Menschen nicht. Jetzt gerade ihn, finde ich ein bisschen doof, ne? Aber kann man das sagen? Ich will ihn trotzdem nicht abstechen lassen. Er hat ein Recht auf grundlegende Menschenrechte. Ja, aber wenn ich sage, jetzt eine Fledermaus. Ja, aber du, aber ich glaube, dass ich mehr darunter leide, wie du mich angehst, als eine Kuh. Aber du hast es mehr verdient als die Kuh. Also, ja, siehst du? Guck mal, was du machst. Das ist ja deine individuelle Wahrnehmung. Ja, natürlich. Ja, siehst du? Aber meine individuelle Wahrnehmung schickt niemanden zum Schlachthof. Ja, guck mal. Es ist doch. Der Mensch. Wir sind hier immer noch nicht ganz fertig. Ach so, sorry, darf ich das noch kurz einmal ausführen? Ja? Also, wenn man Rassismus ablehnt und sagt, weil ich kann nicht einfach nur, weil jemand anders ausschaut oder anders spricht, ihn zum Sklaven machen, dann darf ich das mit den Tieren halt auch nicht, nur weil sie anders ausschauen oder anders sprechen. Das ist die erste Form der Diskriminierung, die wir lernen. Unsere Familienmitglieder zu lieben, die Hunde, die wir haben, zu lieben, aber gleichzeitig Schweine zu Schinken zu verwandeln, Kühe zu Steak zu verwandeln. Das ist Objektifizierung und Gewalt und das ist halt eben, warum haben wir Hunde lieb, aber Kühe nicht? Warum respektieren wir die nicht? Wo ist der relevante Unterschied? Tradition, Kultur? Eine Kuh ist ein Nutztier.
Genau, genau, aber unter Anführungszeichen, wer definiert das? Das ist willkürlich, so wie wir früher praktisch Nutzmenschen hatten, nur weil sie eine andere Hautfarbe oder Kultur hatten. Ja. Das war falsch. Menschen anderer Hautfarben hatten während der Zeit der Apartheid und teilweise in manchen Ländern immer noch keine Grundrechte. Die galten als Ware, die wurden gehandelt am Sklavenmarkt. Ja. Frauen genauso. Schwule galten nicht als Menschen teilweise, die wurden in Zoos und Zirkussen ausgestellt. Heute machen die Comedy. Ja. Also, diese schrecklichen Begriffe Nutzmenschensklaverei, das wurde Gott sei Dank ausgeeitert durch Tradition und auch verrückte Aktivisten wie mich, die sich auf die Straße gestellt haben und gesagt, die fühlen genauso, hör auf damit. Wie würde die perfekte Welt aussehen? Warte, ich will, dass die erstmal ihr Dings weiterschauen, die macht das gut. Das gefällt kurz mir. Und knackig, wenn man gegen Rassismus ist, ist Speziesismus nichts anderes als Rassismus zu Tieren. Dass wir sagen, hey, du bist kein Mensch, deswegen darf ich dich als Sklave verwenden. Und wenn man Rassismus und Diskriminierung und Gewalt ablehnt, dann muss man einfach vegan leben. Das ist deine Rechnung. Das ist die Botschaft, ja. Das ist die Botschaft, okay. Ich habe eine Frage an dich. Bist du sauer auf den Löwen, der die Gazelle isst? Sauer nicht, weil er kein moralischer Akteur ist, der eine Wahl hätte, im Gegensatz zu dir. Du kannst in den Supermarkt gehen und dir Tofu kaufen, der Löwe nicht, der ist notwendig davon abhängig. Okay, wenn ich aber, genau wie mit Tabletten, dem Löwen seine Nährstoffe in Tablettenform geben würde. Ja. Und wir würden uns entscheiden, als Kollektiv, ja. Die Menschheit, wir sagen, ey, weißt du was, wir merzen diese Fleischfresser aus, ja, und wir supplementieren ihre Nahrung einfach chemisch. Würdest du das befürworten? Definitiv. Also wenn echt wir die jetzt? Möglichkeit hätten, dass wir... Ja, okay, dann bist du wenigstens konstant, das applaudiere ich. Danke, dass du meine logische Konsistenz überprüft hast und anerkennst. Also ich habe pauschal nichts gegen jemanden, der aus Notwendigkeit tötet. Allerdings würde ich in einer Notsituation trotzdem mir wünschen, dass jemand eingreift, wenn ich das Opfer bin. Beispielsweise, wir sitzen auf einer Insel und wir haben nichts zu essen. Wir sind die einzigen zwei, die auf dieser Insel sitzen. Stellen nicht in Frage, ja, es gibt keine Pflanzen, keine Ahnung, wie wir dorthin gekommen sind. Ja. Wir haben einfach nur uns zwei. Früher oder später bin ich so hungrig, dass ich, obwohl ich an Menschenrechte glauben und obwohl ich dich respektiere, dich wahrscheinlich umbringen und essen werde. Ja. Das wäre verständlich, nachvollziehbar und ich könnte nicht sauer sein auf mich, aber als außenstehende Entität, wenn er uns beide da jetzt sieht, wird er wird er mich wahrscheinlich verurteilen, wenn ich die Erste bin, die dich angreift und wird wahrscheinlich dafür sorgen, dass ich abgeschossen werde. Weil oder er mein Homie ist. Selbst wenn wir uns nicht kennen würden. Und weil ich finde das moralisch nicht in Ordnung. Cool. Und obwohl du wahrscheinlich das Gleiche tun würdest in meiner Situation, weil du so, wenn du nichts, keine andere Möglichkeit hättest. Und wenn er jetzt die Möglichkeit hätte, mir stattdessen die Nährstoffe, die dein Körper mir bietet, zu geben, ohne dass ich dich zerfleischen muss, sodass wir beide in Frieden auf dieser Insel weiter chillen können, dann würde ich das tun. Okay, glaubst du daran, dass es ein natürliches Gleichgewicht gibt? Also glaubst du an diesen Vergleich, dass man sagt, ja, wenn aber die Löwen nicht, auch wenn wir das machen würden, nicht diese ganzen Gazellen fressen würden und die Frösche würden nicht die Insekten verspeisen und das, dann wird es irgendwann ein Ungleichgewicht geben, das alles durcheinander bringt. Glaubst du daran? Ja, definitiv. Das ist ja einfach Wissenschaft. Wenn du zu wenige Raubtiere hast, dann hast du ja mehr Beutetiere. Ja. Und deswegen, das wird mir halt häufig vorgeworfen, wenn ich diese Fragen beantworte und dann sage, oh, sie will den Löwen die Gazellen wegnehmen, dann drehen viele viel sehr durch. Also vielen Dank, dass du das nicht tust, sondern das logisch verstehen möchtest. Ja, so dumme Kanacken, die nein, die Idee ist halt, wenn man... Natürlich, wenn man in die Natur so eingreift, dann muss man aufpassen, dass es sich ausgleicht. Also es gibt deswegen die Ideen von Hormonkontrollen bei Beutetieren, die Ideen, sie umzusiedeln, wenn es wo zu viele Tiere gibt. Aber pauschal mit Gewalt eingreifen, das würde ich nicht befürworten. Auf jeden Fall. Okay. Ja. Ich habe noch einige Fragen. Freue ich mich drauf. Wir gehen mal zum Ursprung. Wo ist denn Veganismus entstanden? Oder wie ist es entstanden? Wie gesagt, ich glaube... That's your money. Baby, I got your money. Don't you know me. Don't you know. Das ist, glaube ich, wie gesagt, dem Menschen, die Menschlichkeit, das Gewissen, die Fähigkeit mitzuleiden mit den Tieren, ist einfach etwas zutiefst Menschliches. Die ersten Aufzeichnungen von Veganismus als Idee, als Konzept, das festgehalten wurde, gab es, glaube ich, 2000 vor Christus von diesem arabischen Poeten, dem blinden Mann. Ich habe leider seinen Namen vergessen. Stevie Wonder. Wahrscheinlich. Vielleicht war es auch Semmelbrötchen Jackson, ich weiß es nicht. Geil. Der hat auf jeden Fall festgehalten in einem Gedicht, dass er sogar den Bienen nicht den Honig wegnehmen möchte, weil er findet, alle Tiere gilt es zu respektieren. Aber im Laufe der Menschheitsgeschichte gab es immer wieder spirituelle Ideen, Religionen oder Menschengruppen, die sich gegen Tierausbeutung gestellt haben. Also unsere Info ist, dass Veganismus in den Städten entstanden ist. Weil da hat man wenig Kontakt zu den Tieren, als Leute, die auf dem Land aufgewachsen sind. Weil zum Beispiel, wenn jemand 5, 6 Jahre alt war, ist er mit einer Kuh aufgewachsen, der ist in den Hühnerstall, der hat das alles mitgemacht. Und die Leute, die in der Stadt sind,
die haben ja nicht mal einen Garten teilweise, ja. Die wissen ja nicht mal, wie eine Tomate eingepflanzt wird. Die haben ja so ein bisschen Balkon. Das war's. Dass sozusagen Veganismus so entstanden ist, weil das so getrennt und so weit entfernt wurde voneinander. Also das würde mich wundern, wenn das dann von den Leuten, die keinen Kontakt mit Tieren haben, kommt, als mit den Leuten, die Kontakt mit Tieren haben. Weil ich höre sehr häufig von Bauern, Kindern, die halt sagen, ich bin vegan geworden, weil ich gesehen habe, wie schlimm das war und wie schlimm die Tiere da behandelt wurden. Aber gleichzeitig höre ich auch von vielen Bauernkindern, ich bin nicht Veganer, weil wir haben selbst Tiere und denen geht's gut. Also ich kann jetzt nicht sagen, woher das kam. Du sagst mir immer, du respektierst ja mich und du respektierst ja auch die anderen, weil du sagst, wenn die das aus Überzeugung machen. Auch wenn ich respektiere Vegan, also erstmal respektiere ich grundlegend, versuche ich jeden Mensch zu respektieren. Ja. Ich respektiere diese Einstellung zu sagen, ich esse kein Tier aus ethischen Gründen. Das ist eine Einstellung, wo ich sage, ey, der ist ein empathischer Kerl, der Typ, ne? Ja. Ein bisschen zu viel. Und das respektiere ich dann. Aber das ist dann immer halt, ja, weil Tiere teilweise, vor allem in der, also was er, glaube ich, damit sagen wollte, ist, mit dem Bauernvergleich ist genau, wie du gesagt hast. Es gibt Bauernkinder, die sagen, ich bin Veganer geworden, weil ich es gesehen habe. Oder es gibt den Umkehrschluss wie bei mir, der sowas oft gesehen hat und dadurch eine Sensibilisierung hat, die in die andere Richtung schlägt, indem ich sage, ich weiß, wie das da ist, das ist nicht so, wie du jetzt sagst, ich überzeichne das jetzt extra, boah, das ist Sklaverei, die Kühe weinen und die werden festgehalten und ausgepeitscht und so. Ich weiß, dass die Tiere das gar nicht juckt. So, das ist so mein... Was eine immense Gewaltverharmlosung. So, und, aber meine Frage wäre jetzt... Der ist ein Nafri, da kannst du nichts dafür machen. So Nordafrikaner, die haben nicht so eine Empathie. Die beklauen ja auch die Touristen jeden Tag. Und da fehlt so, irgendwann haben sie diese Ich distanziere mich. Ich nicht, weil ich hab's gesehen. Weil diese, guck mal, so ein Nordafrikaner, wenn du jetzt so ein Algerier oder so ein Tunesier siehst. Guck mal, ich hab hier einen. War ein Algerier? Ein Nordafrikaner. Guck. Das wenn das Sklaverei ist, was ist dann das? Ja, guck mal, was du für ein Bild geholt hast. Ein gutes Bild, ne? Ja, das, ja. Also ich finde das jetzt aber ein bisschen rassistisch. Warum? Weil die Kuh hat die gleiche Hautfarbe wie oben. Ja, habe ich absichtlich so ausgesucht, damit es genau, sich ähnlich ist. Damit es noch leichter zu verstehen ist, diese Parallele. Ja, okay, Parallele. Denkst du, die Kuh, wenn man das bemessen könnte, leidet jetzt so wie der Schwarze oben auf dem Schiff? Nein, auf eine andere Art. Nein. Teilweise mehr, teilweise weniger. Beispielsweise, die checken das doch nicht. Je nachdem. Ein Schwein, das du so einsperrst auf seinen eigenen Fäkalien, das eine viel sensiblere Nase hat und viel niedrigeren Körper, das ist auch eine Unterstellung, vom Körper her und diesen Ammoniak, den ganze Zeit in ihren viel sensibleren Schleimhäuten hat, das leidet sogar mehr als ein Mensch, obwohl er das ist, also allein physisch gesehen. Eine Kuh, die ihr Leben lang so festgebunden wird, mein Gott, vielleicht hat die noch viel schlimmere Knöchelschmerzen. Der einzige Unterschied ist, dass sie ihr Leid nicht nachvollziehen, nicht verstehen können. Aber macht es das besser? Geht es dir besser, wenn du nicht verstehst, warum du eingesperrt und versklavt wirst? Oder? Was ist, wenn die Wissenschaft sich ja so weit jetzt so entwickelt, was ist, wenn ihr jetzt in 15 Jahren ja. Seht mir einen Bericht. Mhm. Du liest ihn irgendwo in Wien, bei Samuel. Und er so in Algerien. Wäre er so die Beute der Touristen zählt. Ja. Und ich so hier in diesem Raum. Wir lesen alle einen Bericht, wo die Wissenschaft bewiesen hat, wir konnten alle Tiere jetzt komplett erforschen. Wir haben die Gehirnzellen, die Gehirnströme. Wir beweisen es handfest. Tiere können nichts fühlen, nicht nachdenken. Sie haben keinen Schmerzempfinden. Mhm. Ist dann die militante Veganerin arbeitslos oder glaubst du nicht daran? Also ich werde definitiv irgendwas anderes auf dieser Welt versuchen zu verändern und bewegen. Also aber arbeitslos wäre ich nicht. Je nach der wissenschaftlichen Lage würde ich halt mir die Studien anschauen. Ja, du bist ja offen. Und, hoffentlich, so, ja. Du bist ja nicht so krank, wie der Adam gesagt hat. Also ich bin ja nur vegan geworden, weil ich offen war, Sachen zu reflektieren, genauso wie du. Ja, ich finde das cool, dass wir so offen sind. Und wenn mir jetzt einer vorlegt, er hat einen Beweis für Gott oder er hat einen Beweis dafür, dass Tiere nicht leiden und das wirkt für mich alles stich- und handfest, dann werde ich hoffentlich meine Ausdrucks- und Handlungsweisen dementsprechend anpassen. Alles andere ja Dummheit, das ist die Definition von Dummheit. Du kriegst neue Informationen und du änderst deine Handlung nicht. Und es wäre ja auch meiner Botschaft. Muss ich weiterentwickeln. Ja, genau. Und wenn mein Ziel ist, und das habe ich mir als Ziel gesteckt, das ist nur ein Teil davon, dass halt Leid auf dieser Welt abnimmt und Rechte respektiert werden von fühlenden Individuen und das sind dann halt keine fühlenden Individuen, dann widme ich nämlich natürlich einem anderen Thema mit hoffentlich ähnlicher Vehemenz. Okay, das heißt, das ist generell, du hast so ein. Du bist so aktivistisch veranlagt, auch wenn man das jetzt... Ich glaube, wenn man einmal damit angefangen hat, kann man nicht mehr aufhören, sonst ist das Leben leer. Ich habe zwei Fragen.
Ja. Wenn 6000 Fliegen sterben, ja. Ist das für dich gleichzusetzen, wie wenn 6000 Menschen sterben? Nein, definitiv nicht. Okay. Ja. Also der Unterschied ist im Bewusstseinsniveau. Wenn wir 6000 Menschen auf der Höhe von der Bewusstseinsfähigkeit von Fliegen hätten und 6000 Fliegen, dann wäre es für mich gleich, weil dann wäre der relevante Faktor, nachdem ich die Situation beurteile, eben das Bewusstsein, das wäre angeglichen. Aber es ist nicht so. Ein Mensch hat eine viel höhere Fähigkeit, wahrscheinlich, soweit wir es wissen, Emotionen, Gefühle, Fähigkeiten auszubilden und zu experiencen. Life Experience Intensity, LAI nennt sich das, als höchstwahrscheinlich eine Fliege. Soweit wir wissen, sind Fliegen noch nicht einmal bewusst. Also das ist noch sehr in der Schwebe, ob das so ist oder nicht. Aber warum benutzt du diese Rechnung nicht bei Fleischkonsumenten, dass du sagst, okay, weil hier machst du ja den Unterschied, auch wenn Fliegen natürlich, so wie du gesagt hast, eventuell gar kein Bewusstsein haben. Ich bin jetzt kein Experte, ich weiß es nicht, aber ich kann es mir vorstellen, dass es so ist. Warum sagst du nicht da, okay, dann kann ich aber jemanden, der Fleisch isst, verstehen, weil er hat auch dieses Denken. Er sagt, ey, eine Kuh, ein Tiger als Beispiel, ein Hase hat nicht dieses Bewusstsein und deswegen juckt es ihn im Endeffekt nicht. Warum machst du da nicht und sagst, nein, das ist aber schlimm. Nisa, ich habe dieses Gespräch angefangen, dir zu erzählen, dass ich genauso aufgewachsen bin wie du. Ja. Also das ist ja nichts anderes als auszudrücken, ich kann verstehen, wo du herkommst. Ja. Aber wir haben vorher Dummheit definiert als ich... Warst du schon in Ägypten? Ja, als ich passe meine Handlungen nicht neuer Information an. Ja. Und wenn ich dir jetzt neue Informationen gebe und mit Belegen und Erklärungen, warum anzunehmen ist, dass diese Tiere, die du schäbigerweise, abfälligerweise als Nutztiere abtust, genauso leidensfähig sind wie Menschenkinder und du passt deine Handlungen nicht dementsprechend an. Ja, aber ich stimme dir nicht zu und meine Meinung hast du mir das halt nicht bewiesen. Dann musst du mir halt sagen, was ich dir beweisen, das hatten wir eben gerade vorher. Ja. Du hast jetzt keinen Unterschied in der Beweisstruktur von einem Menschenkind und einem Tierkind, dass du davon ausgehen solltest, dass ein Tierkind in diesem Vergleich nichts leiden würde. Erklärt. Er war sogar dabei. Ja, er war sogar dabei. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jeden von den Punkten, den du genannt hast, zum Thema Schreien, zum Thema Ausweichen, zum Thema zentrales Nervensystem, das sind wir alles durchgegangen. Also es besteht im wissenschaftlichen Konsensus aktuell keine große Fragestellung, ob die Tiere, die du zum Schlachthof schickst, in ähnlicher Weise leidensfähig sind wie wir. Und das sind sie. Das ist deine Behauptung. Und da habe ich ja auch gesagt... Das ist Wissenschaftsleugnung an diesem Punkt. Ja, aber das kennt man doch. Du bestreitest doch nicht, hast du selbst schon gesagt, wenn ich einen Hund schnipse, dass der leidet. Hast du schon gesagt, genau, aber ich glaube nicht, der leidet so wie ein Mensch. Weil du kannst auch mit einem Hund anders reden als ein Mensch. Gut, und der Hund nimmt dir das nicht übel. Du kannst Nisa, deinen Hund nein, jeden Tag unfair. Aussetzen nein. Und der kommt immer wieder. Ja. Der bleibt loyal. Ja. Ja. Ich behandle den zweimal scheiße. Ja, der verrät mich bei der Polizei. Das ist so... Du stromerst mich jetzt, weil ich habe nie behauptet, dass es genauso wäre wie beim Menschen. Ich habe sogar gesagt, in manchen Belangen mehr, in manchen Belangen weniger. Deswegen hatte ich auch als Beispiel vorher die Schnauze und die Leidensfähigkeit von Schweinen in der Schweinefleischindustrie genannt. In anderen Belangen hören sie vielleicht weniger, sehen weniger Farben, kriegen davon weniger mit. Und vor allem, sie haben die abstrakte Angst, dass wir den Tod konzeptionalisieren können, nicht. Das ist ein Unterschied. Ja. Aber die, krasser Unterschied. Das haben Kinder auch nicht und trotzdem würdest du ihnen das nicht antun, weil sie akut leidensfähig sind. Und das sind diese Tiere auf jeden Fall auch. Selbst wenn es ein bisschen unterschiedlich ist, teilweise mehr, teilweise weniger als unsere Leidensfähigkeit. Ja, aber diese Unterschiede machen doch etwas aus. Habe ich auch nicht gesagt, dass es das nicht tut. Deswegen brauchst du beispielsweise, wenn du einen Hund hältst, andere Voraussetzungen für den, als wenn du ein Menschenkind aufziehst. Oder einen Affen oder eine Kuh. Ja, die brauchen alle anderes. Ein Schwein ist auch nicht das gleiche wie ein Mensch. Die brauchen einen Schlammbart, ein Mensch wahrscheinlich nicht. Die Wissenschaft hat ja, wir gehen mal zurück zur Wissenschaft, ja, das ist sehr interessant. Du warst schon mal in Ägypten? Ja. Okay. Wo warst du in Ägypten? Oh Gott, ich war Hurghada. In Kairo, in Hurghada. Sharm el-Sheikh ist Ägypten, gell? Ja, Sharm el-Sheikh. Okay, gut, da warst du in Touristengebieten. Ja. Okay. Das ist so ein Spaß. Wissenschaft. Was kommt jetzt? Kannst du dich noch gut erinnern, wo du da warst? Ja, halbwegs. Okay. Aber ich war fast nur jetzt, in Clubs. Bitte tu also mir aber in jetzt, Touristenclubs. Es ist nicht für den Podcast, wir wollen nicht lustig sein oder irgendwas. Stimmt nicht. Okay. Wenn du dich daran erinnerst, wie du am Pool lagst, kannst du dich daran erinnern, dass so Leute, die so aussahen wie er, vorbeikamen und dir was angeboten haben mit Handtüchern und so, kannst du das bestätigen oder sagst du, nee, die sehen nicht aus wie er? Sei ehrlich. Ja, aber, weiß nicht, I guess so. Er ist fast ein bisschen zu hell dafür.
Ich glaube, die war ein bisschen dunkler. Aber es kommt schon in die Richtung. Ich lebe in Europa, ich kriege keine Sonne ab. Ja, ich weiß nicht, mit dem Bart könnte aus jedem Land aus Europa kommen, wahrscheinlich. Ja, oder aber es geht ja um diese Animator-Skills. Wie er sich bewegt, wie er redet. Ja, ja, das, ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, aber ich mache jetzt wahrscheinlich den dummen Schritt und sage, ja, du könntest definitiv dort Mitarbeiter gewesen sein. Weil ich frage das jeden Gast und jeder Gast bestätigt mir das, dass das so ähnlich ist. Mhm. Weil er kommt ja von da und er hat ja auch da gelernt. Okay. Die Skills kommen ja nicht von irgendwo her. Okay. Mhm. So dieses Reden, weil er muss ja auch das diskutieren. Die sagen, gib mir mein Money back. Und weil die Leistung ja nicht erbracht wurde. Also von daher, das haben wir geklärt. Ja, das war ein sehr wichtiger Einschub. Und jetzt kommen wir darauf zurück, wo der ethisch signifikante Eigenschaftsunterschied sein soll, dass wir Menschen nicht versklaven dürfen, aber Kühe schon. Das Kühe, das ist keine Sklaverei bei den Sondern Kühen. Was ist denn die Definition von Sklaverei? Das ist Sklaverei. Was erwartest du von mir? Sklaverei ist so ein normales, cooles Gespräch. Sklaverei ist nicht, das ist ein cooles Gespräch nicht bezahltes Zwangsarbeit. Und was machen die denn sonst? Kriegen die Tofu-Dollar ausgezahlt oder was? Ja, warte, aber das ist doch kein Mensch. Der hat doch gar nicht. Das ist doch kein. Es ist nicht bezahlte Zwangsarbeit. Okay, dann kann ich auch sagen, ein Pferd will auch nicht, dass du auf dem reitest. Richtig, reiten ist Tierquälerei. Vielen Dank, er hat es verstanden. Ich hab's nicht verstanden. Ein neuer Weg. Ey, ich stimme dir nicht zu. Ja, doch. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So. Ich glaube nicht, dass wenn Pferde sprechen können, die sagen würden, boah, weißt du was, das... Was du glaubst. Ja, aber ihr glaubt das auch, ihr wisst das auch nicht. Chronische Rückenprobleme bei Pferden. Pferden, die sich buckeln, Pferden, die sich brechen, die du brechen musst praktisch, dass du auf ihrem Rücken sitzen kannst. Pferde, die gehandelt werden, die Sklaven, die eigentlich auf der Weide rumstehen wollen, statt in der Scheune, im mutmaßlichen Willen des Opfers, das Reiten immer Tierquälerei. Gibt es ein Pferd, du Chiropraktiker? Gibt's das? Ja, sowas gibt es. Und Physiotherapeuten. Und daran ist wirklich gar nichts lustig, weil das ist nur notwendig, weil es idiotische Menschen gibt, die auf dem Rücken von Tieren sitzen. Einfach Alan Fortuna, Chiropraktiker. Von einem Pferd aber. So, da geht's dann so krach. Das Pferd kommt rein und sagt, ey, heute sind wieder drei Leute auf mir. Guck mal, geht's ernsthaft? Guck mal, die Sache ist jetzt die. Guck mal, du kannst es eigentlich in einer... Ich kann mir nicht mal einen Chiropraktiker leisten, weil ich mit so Netzbank bin. Aber so ein Pferd kriegt einen Chiropraktiker. Aber entscheidet das Pferd selber? Nein, eben nicht. Idiotische Menschen entscheiden sich auf den Rücken von einem Pferd zu sitzen. Ja, der sagt dann, ey... Ich kann nicht mehr auf mein Spielzeug sitzen, macht immer will nicht. Ja, aber ich mach ihn wieder gut, damit ich den Sklaven wieder verwenden kann. Genau, aber das macht der Mensch. Dann. Aber ist er ein Privatpatient? Aber wer schickt das Pferd zum Chiropraktiker? Ja, wer? Das ist eine gute Frage. Ja, der Sklaventreiber, der sein Pferd weiter benutzen will, der schickt sein Pferd dann aber zum Chiropraktiker. Aber warte mal, diese ganzen Pferde, die putzen dann die Hufen, die streicheln. Ja, nett zu denen, der Pferd ist gerne da. Die machen dann Heizungen extra in die Scheune. Ist nicht so. Also wenn ich einer Frau in den Zopf flechte, bevor ich sie vergewaltige, dann ist es okay. Ja, aber das Pferd wird dir nicht... Es wäre auf jeden Fall besser, ohne den Zopf zu flechten. Nein. Aber wieso, dann kannst du sie besser halten. Naja, auf jeden Fall, die Definition von Sklaverei lautet, in kompletter rechtlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit von jemandem zu leben. In Bezug auf Mensch. Das steht noch nicht mal in der Definition drin und das wäre ein Fehlschluss, Appeal to Definition. Nein, weil du mir immer noch keinen ethisch signifikanten Unterschied genannt hast. Wenn diese Tiere in kompletter rechtlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit von einem Menschen leben, dann sind sie definitionsgemäß Sklaven. Das ist Sklaverei. Wer gegen Sklaverei ist, muss vegan leben, sonst ist man ein Heuchler. Nein, weil wenn du sagst Sklaverei, dann... du setzt das gleich mit der jahrhundertelangen Versklavung von den Afrikanern in den USA. Ja. Die wurden menschlich entwürdigt, das Land wurde enteignet, die Frauen wurden vergewaltigt. Die kriegen Zahlen in die Nummern gesteckt, ihnen wird ein Arm in den Arsch gesteckt. Entwürdigt, als Sklave gehandelt, vergewaltigt, gehandelt, getötet, für Unterhaltung missbraucht, Herr Pferdesitzer, ja. Was ist das denn sonst? Sklaverei, Missbrauch. Guck mal, der Mensch hat sich so entwickelt. Das ist im Gleichgewicht. Verstehst du? Das kannst du nicht machen. Schlachthäuser für Gleichgewicht, alles klar. Background von denen. Aber wir haben alle den Background, oder? Wie bist du denn aufgewachsen? Ja, als Veganer so sicher nicht. Also ich bin total fleischlastig aufgewachsen. Mir wurde von klein auf genau das eingeredet, was dir eingeredet ist. Aber dann sehe ich solche Bilder, dann kannst du doch nicht sagen, das ist keine Sklaverei. Ja, das sind ja nur Tiere, sind ja nur Schwule, sind ja nur Schwarze, sind also nur Juden, das sind ja Tiere. Aber das ist doch nicht das Gleiche, das ist richtig respektlos dem Leid der Afrikaner gegenüber. Wenn logische du Vergleiche zu ziehen, ist das Gegenteil von respektlos. Ganz im Gegenteil. Es ist respektlos aus dieser Gewalt und der Vergangenheit nichts zu lernen.
logisch. Never Again, weil kennst du vielleicht sogar im Zusammenhang mit dem Holocaust. Das heißt, wenn du keine Vergleiche anstellst, um zu verstehen, dass ich etwas nicht wiederholen darf, dann ist das respektlos. Aus dem Leid der Vergangenheit nichts zu lernen, das ist respektlos. Die werden teilweise sogar noch schlimmer behandelt, weil sie ihr Leben lang an einem Ort und Stelle festgebunden werden. Der Kuh wird kein Bein abgehackt, wenn die sagt, ich habe heute keinen Bock. Der Kuh wird das Bein abgehackt, unabhängig davon, was sie sagt. Nein. Damit Menschen wie du ihr Bein dann essen können. Nein, genau nicht. Das passiert nein, mit ihnen. Jetzt hast du gerade selbst bemerkt, dass du Scheiße gelabert hast. Oder was wird den Kühen denn sonst gemacht? Wird das Bein dran gelassen und die ganze Kuh in Schlachthaus gelegt? Die Kuh lebt teilweise im Bauernhof besser, als wenn sie im Freien leben würde. Weißt du das? Weil sie vielleicht gefressen werden würde. Ja, das kann sein. Ist aber pauschal keine Rechtfertigung für Sklaverei und Gewalt. Und sie zu töten schon gar nicht. Ja, nur weil irgendein Tier aus der Wildnis vielleicht im Zoo weniger gerissen wird, ist das keine Rechtfertigung, dieses Tier einzusperren, für Experimente zu missbrauchen und zu töten. Gib's ihm. Warte. Du arrogantes Arschloch. Ja, du stellst dich über die Tiere wie früher und teilweise immer noch manche Menschen sich über die Kultur von anderen Menschen stellen. Das ist doch normal. Aber du kannst dich als Beschützer über sie stellen und das ist diese Macht, die du gerade hast, das ist wie Faschismus. Das ist keine Rechtfertigung, in den Gewalt anzutun, sondern eine Verantwortung, die Schwächeren zu beschützen. Ja, aber warte, guck mal. Guck mal, die Kuh. Was, wenn man dir aufzeigen würde, dass eine Kuh auf dem Bauernhof, sagen wir mal, ne, wir, ist eine Hypothese, die ich aufstelle. Genau, ne? Mayonnaise. Die eventuell stimmen könnte. Mhm. Wenn die Kuh in einem Bauernhof viel besser lebt, als wenn sie draußen leben würde. Ja. Die wird immer genährt. Ja. Die hat Homies, mit denen die chillen kann. Ja. Die ist glücklich, weil selbst wenn man den Kühen die Freiheit schenkt, die laufen nicht weg, die wollen da bleiben. Ja. Dann kannst du natürlich sagen, ja, aber im Endeffekt erwartet sie der Tod. Mhm. Erwartet sie in der Wildnis eventuell auch. Ja, absolut. Nur, dass sie hier dem Menschen noch hilft. Ja. Milch für Kinder, Milch enthält viel Calcium. Mhm. Ne? Ja, das aber Fleisch. Ausnutzen. Ja, natürlich ist es ausnutzen. Ich nutze auch dieses Sofa aus und das Mikrofon. Und das sind keine leidensfähigen Individuen. Ich habe dir das aber gerade vorher schon versucht zu erklären. Die Tatsache, dass du jemandem ein gutes Leben gibst, ist keine Rechtfertigung, ihm dieses zu nehmen. Die Rechtfertigung, die Qualität des Lebens ist keine Rechtfertigung, dieses Leben zu beenden. Aber Ella, das bringt nichts. Er will das nicht verstehen. Selbst wenn ich dich jetzt in meinen goldenen Palast einsperre und dir jeden Tag Rückenmassagen gebe, ist das keine Rechtfertigung, dich dann zu töten, nur weil es dir ein bisschen besser gehen würde als in diesem Studio. Ja. Ja. Du bist eben halt egoistisch. Ja, genau, ich das bin ein, ist es. Ja, okay. Aus Genuss quälst du Tiere. Genau, und das finde ich nicht korrekt. Nicht aus Notwendigkeit. Okay, wenn du... Du bist korrekt. Okay, aber weißt du warum? Weil meine Eltern haben mich so erzogen. Ja. Weil meine Eltern haben immer gesagt, meine Eltern haben mich auch fleischlastig erzogen. Mhm. Allerdings hat mein Vater immer gesagt, hör dir jede Meinung an, respektiere jede Meinung. Ich respektiere meine. Greif nie jemand an. Aber Gewalt ist keine Meinung. Ja, dass du uns respektierst, ist klar, weil wir niemanden ins Schlachthaus schicken. Ich respektiere deine Behandlung von Tieren sicherlich nicht. Gewalt ist per se nicht immer schlecht. Okay, wenn zur Selbstverteidigung ja. Auch nicht nur aber zur Selbstverteidigung. Aber diese Kühe haben dir nichts getan. Gewalt kann auch so gut sein. Okay, wenn ich dir die Nase breche, ist das auch gut, zum Spaß? Je nachdem, stell dir vor, ich will ihn vergewaltigen. Ja, dann ist es erweiterte Selbstverteidigung. Nein, du verteidigst ihn. Erweiterte, das Wort hatte ich zugefügt, aufpassen, Selbstverteidigung. Ja? Du erweiterte Selbstverteidigerin. Guck mal. Ja, wenn du ihn vergewaltigst, dann wird er sich hoffentlich erstens selbst zu wehren wissen und dir wahrscheinlich das Gleiche antun. Oder ich werde ihm helfen. Das wäre aber gut, Alter. Das findest du gut? Ja, da wäre ich direkt am Start. Ja, das ist nicht das Absurdeste, was er heute gesagt hat. Aber guck mal. Er ist auch Michael Jackson-Fan. Ja, und auch Kelly. Und R. Kelly. Ja, beides. Und Bill Cosby. Wen haben wir noch? Lisa? Ja, Jeffrey Dahmer. Aber ja, unnötige Gewalt ist Quälerei. Das hast du doch vorher schon abgelehnt. Und genau das, was du den Tieren antust, ist unnötige Gewalt, ist Quälerei. Okay. Stellst du ein Tier, ne? Ich habe jetzt eben diese Fliegenfrage gestellt. Aber stellst du generell ein Tier, du hast ja gesagt, du entscheidest individuell. Mhm. Richtig? Mhm. Zum Beispiel, wenn du einen Hund magst, und ein Mensch nicht, Hitler. Steht dieser Hund über dem Mensch. Ja. Das ist, der Vergleich ist richtig. Ja. Ja. Sagen wir mal, du fährst auf der, sagen wir mal, du bist wie Spider-Man bei Spider-Man 1 auf dieser Brücke. Ja. Und der grüne Kobold wirft so eine Katze weg und ein Mensch. Mhm. Und du kannst nur einen retten. Mhm. Wie entscheidest du dich? Ernst jetzt. Ich würde mich ohne, dass du beide kennst. In dieser Gesellschaft für den Menschen entscheiden. Warum? Wegen der LEI, was ich vorher schon erklärt habe, Life Experience Intensity. Was heißt das? Das heißt, dass ein Mensch in dieser Welt, jetzt gerade wie er besteht, eine höhere Wahrscheinlichkeit für ein höheres Bewusstsein, eine höhere Leidensfähigkeit, wobei die an einer Katze schon sehr ähnlich ist. Also die würde ich gar nicht mal so anders sehen als bei einer Katze. Aber ein Mensch in dieser Gesellschaft hat höchstwahrscheinlich ein engeres soziales Netzwerk, wo mehr Leid entstehen würde noch, wenn ich wenn der stirbt, im Gegensatz zu einer Katze. Eine Katze hat so 7 Leben. Eine Katze 9. hat höchstwahrscheinlich 9? Eine geringere Lebenserwartung, was man je nach Situation auch unterschiedlich gewichten kann. Aber wahrscheinlich würde ich mich in einer durchschnittlichen Situation dann
eher für den Menschen entscheiden. Aber es kommt auf den Menschen an. Ja. Allerdings habe ich ein großes Problem. Das wäre in dieser Gesellschaft wegen den Konsequenzen, die daraus folgen und vor allem wegen den auch rechtlichen Konsequenzen, die ich bekommen würde, wenn ich nicht den Menschen rette, vor allem als Ärztin. Aber ich muss noch an einer Stelle noch was sagen. Man muss allerdings bedenken, wenn das ein veganer Mensch wäre, dann würde ich gar nicht erst drüber nachdenken, ob ich den eher retten würde als die Katze. Also den veganen Menschen auf jeden Fall, weil der nicht noch zusätzlich Tiere ins Schlachthaus schickt. Mhm. Mit dem nicht veganen Menschen kann man wenigstens noch reden und versuchen, den davon zu überzeugen, hey Junge, ich habe dir gerade das Leben gerettet, jetzt tu den Tieren genau das an, wovor ich dir erspare. Okay, also wenn die Katze und ein Tunesier. Ja, dann definitiv die Katze. Geklippt, Raffaella ist rassistisch. So, haben wir das jetzt alles? Danke. Okay, warte. Wenn du aber wüsstest, der Mensch, also erstmal eine Erkenntnis, die ich daraus ziehe. Der ist geil. Das heißt, du stellst dir schon in gewissem Maßen ein Mensch über ein Tier. Das hatten wir doch vorher mit dem Fliegen-Dings-Beispiel schon. Aber die Frage ist nicht, wen du rettest, sondern warum du überhaupt jemanden zum Schlachthaus schickst. Die Frage ist nicht, ob du einen Mensch oder eine Kuh ins Schlachthaus schickst. Dann würde ich auch die Kuh ins Schlachthaus schicken. Ja, aber das ist nicht die Frage, die du im Alltag vom System gestellt bekommst. Ja, warte, ich bin ja noch nicht fertig. So, wenn du wüsstest, die Katze ist eine vegane Katze, ja, aber der Mensch ist jemand, der sagt... Ein Tunesier. Nein, der Mensch ist sogar ein Carnivore, der nur Fleisch isst, aus Prinzip. Ja. Ich mache manchmal so Carnivore-Monate. Das heißt, der isst nur Fleisch und Eier. Also es gibt vegan ernährte Katzen. Das heißt nicht, dass die Katze vegan ist, weil Veganismus ist definitionsgemäß keine Ernährungsweise, schick, sondern eine ideologische Überzeugung, wie man mit anderen umzugehen hat und anderen Tieren umzugehen hat. Und das kann eine Katze gar nicht rationalisieren, soweit wir das verstehen. Das heißt, sie kann höchstens eine pflanzlich ernährte Katze sein. Und das ist ein großer Unterschied. Und ja, das geht gesund. Und ja, da gibt es Studien. Und ja, es gibt ausgewogenes Futter für diese Tiere. Aber das ist jetzt wahrscheinlich ein anderes Thema. Ja. Und stattdessen haben wir, was weiß ich... Markus Rühl, ein stolzer Vertreter von Schlachthäusern, Tönnies, Tiergewalt, der systematischen... Wer sind diese Leute? Also Tönnies, Markus Rühl, kennst du Markus Rühl? Doch, dieser Bodybuilder, den hast du mir gezeigt. Mit dem ich bei Leroy gesprochen habe, vielleicht kennst du den. Leroy ist der ohne Beine, ne? Er hat Beine, aber die funktionieren nur so lala. Ah, okay. Ja, genau. Wahrscheinlich Veganer. Nee, leider nicht. Er will, dass wir uns jetzt freuen für ihn, dass er wieder gehen kann. Und dann gibt's Videos, da isst er die Beine von Hühnern. Krass, das ist krank, Forrest Gump. Was? Dass er wieder gehen kann. Ja. Forrest Gump konnte auch erstmal nicht laufen. Ach so? Stimmt. Ja. Naja, auf jeden Fall. Leroy ist ein speziesistischer Rassist zu Tieren. Tierkinderfresser. Und wir waren jetzt bei was anderem und ich habe voll den Faden verloren. Du hast mich gefragt, genau, die vegan ernährte Katze oder den carnivoren, stolzen, überzeugten Menschen, der niemals aufhören würde. Also wenn der aufgeklärt ist und alles weiß und ich schon lange mit ihm gesprochen habe, dann hätte ich wenig Mitleid, da eher die Katze zu retten als den Menschen. Okay, und jetzt habe ich eine Frage. Wie heißt das Wort? Speziesismus. Mhm. Bist du nicht ein Speziesist, wenn du dann den Menschen sterben lässt, nur aufgrund dessen, weil du die Katze bevorzugst? Okay, wenn du dir alleine den Satz, den du mir gerade gestellt hast, durchliest, dann wirst du ja erkennen, dass die Eigenschaft, nach der ich hier diese Entscheidung getroffen habe, nicht die Spezies ist, sondern die Handlungen, die damit einhergehen. Und zwar, einer ist ein stolzer Tierquäler, der das ewig weitermachen möchte, nach dem hypothetischen Beispiel, das du mir hier gerade gestellt hast. Und der andere ist ein unschuldiges Kind, dessen als Konsequenz als Leben nicht einmal hat, dass deswegen Tiere im Schlachthof stehen. Also natürlich würde ich dann eher den Unschuldigen als den Mörder retten. Das ist nichts mit der Spezies, das hat nichts mit der Spezies zu tun. Ah, okay, dann haben wir was gelernt. So, jetzt habe ich auch noch drei Fragen, die ein bisschen abschweifen von das. Ja. Du bist ja auch in einem Rap-Battle gewesen, ne? Mehreren mittlerweile, ja. Mehreren. Mhm. Macht es dir Spaß? Ja, total. Mein nächstes wird ausgestrahlt am 7.2. gegen Fortune. Da war ich bei nicht Rapper Mittwoch, sondern Top Tier Takeover. Genau. Ah, wer ist Fortune? Kennt man den? Weiß ich nicht. Der war früher mal groß, jetzt ist er irre. Aber bei Top Tier ist er Retune. Ja. Also er hatte dazwischen wieder einen Hit, wo er über mich gelästert hat. Ah, okay. Ja. Okay. Wie kam es dazu? Wurde dir das einfach angeboten oder bist du selber so musikaffin? Ich habe mich da selber beworben, da war ich noch gar nicht so bekannt. Kennt ihr Poetry Slam? Ja. Ja, also ich dachte mir am Anfang von meinem Aktivismus, ich will auf eine Bühne, um mit mehr Menschen zu sprechen, die nicht wegkommen können. Und dann habe ich 6 Minuten die Möglichkeit, ihnen über Tierrechte zu erzählen. Und keiner kann aufstehen. Dann. Keiner kann aufstehen, weil das wäre ja voll asozial. Und dann habe ich halt angefangen, so Gedichte zu schreiben. Und ich habe 4, 5 Gedichte auf YouTube auch online über meine Poetry Slams für Tiere. Und genau, dann liegt mir das, glaube ich, ganz gut, so ein bisschen zu reimen. Generell musikalisch, ich habe immer schon Jingles geschrieben, vegan für Rosalinde, na, na, na. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bewerbe mich jetzt auch beim Rap-Battle und dann war es bei 4/7. Hast du den Text selber geschrieben? Sie haben ja am Anfang beim ersten 4/7-Battle gegen V-Skills einen
Konstrukt geschickt und ich war so, ja, das gefällt mir gar nicht. Und dann war ich so, ja, darf ich das ändern? Und dann habe ich, ich glaube, 80% geändert. Ein paar Sätze, kann ich auch sagen, welche habe ich drin gelassen, die ich cool fand. Aber prinzipiell den zweiten habe ich ganz selbst geschrieben gegen Marius und beim Battle gegen Fortune, das waren 3 Runden und ich war mitten im Umzug, da habe ich einen Rapper namens Freezy, der hat mir in manchen Textstellen geholfen, aber da habe ich auch 80% selbst geschrieben, ja. Respekt. Ja, dankeschön, dankeschön. Also das macht mir definitiv Freude und ich will auch mehr machen und mehr Musik machen in die Richtung. Und großes Shoutout an Feldi, ein veganer Rapper. Es gibt immer mehr vegane Rapper. Wie nennt er sich? I am Feldi, er heißt Feldi. Feierst du ihn, weil er veganer ist? Den feiere ich übel, weil er vegan ist. Und vor allem, weißt du, er ist nicht so ein Lappen-Veganer. So einer, ja, ich mach das nur, um sexy zu sein. Sondern so einer, ja, stopp den Holocaust der Tiere, stopp die Sklaverei. Und das ist so, das Vegan Support Feldi. Vegans auf jeden Fall. Feldi. Ich hab heute genau. Düngi. Düngi. Ja. Machst du dann auch veganen Rap? Nein, für die Tiere, lass sie nicht diskriminieren. Yeah. Nee, ich finde, Musik muss schon gut gemacht sein. Ja, auf jeden Fall. So, wenn so Rap so, ich hasse ja auch diese Schul-Rap. So, wir gehen heute in die Klasse C. So, das, ich hasse bitte sowas. Tu dem Tier nicht weh. Yeah. Ja, das muss schon so Rap stylisch sein. Muss halt, wenn es am Anfang schlecht ist, kann es ja besser werden. Also, ja, was schlecht ist, ist ja immer subjektiv. Man kann sich nur bemühen und besser werden. Aber mit dem Cringe musst du anfangen. Ich habe vor ein paar Tagen, ich glaube vor 1-2 Tagen, habe ich auf Insta ein paar Fragen bekommen für dich. Die würde ich dir gerne mal vorlesen. Also, ich habe die mir eigentlich gemerkt. Viele haben gesagt, haben dir vorgeworfen, dass du den Veganismus so extrem auslebst, um nur eigentlich berühmt zu werden. Deswegen machst du auch OnlyFans, machst Rap-Battles, machst dies und das. Dass du einfach nur berühmt werden willst, so wie Menderes oder Daniela Katzenberger. Wie OnlyFans? OnlyFans. OnlyFans. Ja. Ja? Ja. Echt jetzt? Ja. Wie OnlyFans? Ja, und sie kocht nicht nur da. Also machst du aber mit mit Karotten, ja. Moment, ich bin gerade verwirrt. Aber warte mal. Das wirst du schon noch verstehen, wenn du mal älter bist. Ja, okay. Ja. Ich bin noch jung. Ja. Aber was ist da mit der Moral dann? Können wir gleich klären. Also ich finde den Vorwurf, sie macht das nur, um berühmt zu werden, den finde ich immer so lustig, weil diese Leute definieren damit ja Aktivismus. Man will ja möglichst viel Aufmerksamkeit für das Thema. Ich und dieses Thema Veganismus sind eins. Umso bekannter ich bin, umso mehr in aller Munde ich bin, umso mehr wird dieses Thema ja auch besprochen werden. Der war gut. Also ich habe damit überhaupt kein Problem, wenn man mir das unterstellen will. Das heißt einfach nur, dass ich offensichtlich hier etwas bewirke und bewege. Und ganz ehrlich, ich finde das immer so lustig, wenn von zum Beispiel einer Jasmin Gnu oder anderen Influencern dann kommt, irgendwelche YouTuber und so, die dann immer sagen, ja, sie macht das alles nur, um bekannt zu werden. Ich so, und du redest in dein Mikrofon und machst Podcast, um was zu tun? Für Klicks und Geld, okay? Die heißt nicht Gnu. Sie nennt sich so auf YouTube irrelevant. Also es gibt einfach eine Reihe von auch YouTubern und Influencern, die mir diesen Vorwurf machen. Und ich denke mir nur so, wofür macht ihr es? Ihr habt ja noch nicht einmal eine Botschaft, außer euren Merch zu verticken. Nichts. Ich habe eine Botschaft, ich bringe das. Und für mich ist Influencen und TikTok und der ganze YouTube-Mist, das ist für mich einfach ein Mittel zum Zweck, um eine möglichst große Reichweite zu haben, um möglichst vielen Menschen von diesem größten ethischen Notfall auf dem Planeten zu erzählen, dass jetzt gerade Tiere versklavt werden. Finde ich gut. Weil ich mache ja auch das alles nur zum Mittel zum Zweck. Für Moneys, für Frauen für oder Geld, was ist das? Ja, gönn dir! Aber gönn böse Money, aber sei dabei kein böser Mensch. Nein, das nicht. Und wenn aber du hier für Geld. Geil. Und wenn du hier und da mal man sagst, kann aber nicht bitte Geld, sei geil vegan. Und guter Mensch sein. Das geht nicht. Doch, doch. Nein, weil Kapitalismus, du käuflich bist dann. Die Möglichkeit im Kapitalismus, mit Geld kannst du halt Sachen machen. Fleischesser redet gar nicht hier. Ja. Okay. Zurück zu dem Thema. Großes Herz an diesem Mann. Zurück zum Thema. Also das kannst du schon mal abschmettern, diesen Vorwurf. Nee, das sage ich, das stimmt vollkommen. Ich mache das alles für Aufmerksamkeit für dieses Thema, absolut. Okay. Ja, definitiv. Also guck mal, dass du kein Fleisch isst, das versteht er. Ja, ich verstehe es. Ich weiß auch, dass du deine Meinung vertrittst. Ja, er mag Leute, die ihre Meinung so sehr vertreten. Auch wenn ich sie nicht teile. Guck mal, wir sind jetzt 5 Jahre Partner und wir sind... Wir küssen uns oft. Wir sind sehr, sehr gute Freunde, ja. Sag, dass wir uns küssen. Ja, wir küssen uns auch. Wir sind unabhängig auch vom Podcast, also nicht wie andere, einfach nur so ein geschäftliches Ding. Sondern also wir sind wirklich, macht auch OnlyFans. Genau. Würde ich ja gerne machen für Geld, aber er will nicht. Ich will das privat bleiben. Er ist privat bleiben. Das ist sehr intim, was wir. Für uns ist aber ein bisschen es nicht zu verstehen, so wie du dich traust. Ich würde sagen, wo du die Eier her hast, aber das ist ja Quatsch. Vom Supermarkt.
Onlyfans zu machen, so wegen der Familie, Freunde. Ey, das ist ernst mit Onlyfans? Ja. Ja. Also, wo, also ich will wissen, was geht so in deinem Kopf ab, dass man das macht oder, also ich verurteile das jetzt nicht direkt so als dich als Mensch, sondern ich will das einfach verstehen. Dann will ich dich dann verurteilen. Also ich finde die Fragen, die du stellst, richtig cool. Also die habe ich so noch nicht gehört. Heirat ihn doch, Anna. Auf jeden Fall, warum, wie ich mich das traue, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe, seit ich 14, 15 bin, hier und da mal Pornos geschaut, auf jeden Fall. Ich glaube, unsere Generation ist damit aufgewachsen und wer bin ich dann, die Arbeit, die dahinter steckt, zu verurteilen, wenn ich selbst sowas was konsumiere. Das ist für mich bestimmt so der erste Gedanke gewesen. Und ansonsten, ich bin ja keine sonderlich beliebte, wobei sich das immer weiter ändert, Person der Öffentlichkeit, weil ich polarisiere, weil ich unangenehm bin, weil ich schlimme Worte wie Holocaust, Sklaverei, Mord und Vergewaltigung sage. Wer aber möchte denn? Nett. Danke, es kommt drauf an, wen du fragst. Wer möchte denn, dass ich ein T-Shirt trage, wo drauf steht, kauf mein Merch, kauf dieses Produkt, kauf jenes Produkt und mir dafür Geld geben? Also ich bin keine sehr vermarktbare Person in Bezug auf Geld, verstehst du? Das heißt, in Österreich kriegt man bei TikTok gar kein Geld. Das funktioniert nicht, wenn du das so angelegt hast. Das heißt, mit TikTok habe ich kein Geld verdient. Mit Instagram verdiene ich kein Geld. Mit YouTube ist es ein Taschengeld. Kooperation auch nicht? Das meine ich ja eben genau. Also das habe ich versucht. Kooperation, das Wort habe ich nicht verwendet. Ich kriege keine Kooperationen. Warum? Praktisch. Weil ich viele vegane Hersteller. Deswegen meine ich bin die unbeliebte Veganerin. Ich bin die böse Veganerin. Ich bin die sei endlich vegan, du Arschloch-Veganerin. Und nicht die probier mal mein veganes Kochbuch. Probier mal vegan. Hier, lecker, lecker. Kauf dieses Produkt. Das bin ich nicht. Ah, wie so Influencer-Tussi. Ja, mach ich nicht. Mach ich nicht. Und ich hatte eine Kooperation und das war mit einer GTA-Gruppe, für die ich dann gezockt habe. Und das war super witzig und eine super coole Kooperation, weil die gesagt haben, uns ist scheißegal, wie unbeliebt du bist. Hauptsache, du lässt dich auf diesem Server snipen. So, war lustig. Ansonsten Leute mit meiner Reichweite und meiner Bekanntheit in Deutschland und Klickzahls, die ich zwischendurch hatte, die hätten so viel Kohle, weil sie jede Kooperation der Welt in den Arsch geschoben bekommen, so wie Kühe den Armen des Inders. Aber habe ich nicht. Und deswegen geil. Onlyfans, weil Geld. Da hast du dich dazu entschieden, ich mach Dreh Pornos. Ja, ich dachte mir halt, das liegt auf der Hand, ich habe damit kein Problem. Es wird nochmal. Es wird, liegt in der Hand. Es wird nochmal voll durch die Decke gehen, es wird polarisieren, es wird besprochen werden, dann nochmal das ganze Thema, all meinen anderen Videos auch mehr Klicks geben, womit wieder mehr Leute über Veganismus sprechen. Ich bringe voll oft in meine Pornos und den Content, den ich mache, das vegane Thema mit ein. Körperliche Freiheit für Mensch und Tier. Ich darf mit meinem Körper machen, was ich will, aber du darfst nicht jemanden dafür bezahlen, eine Kuh zu fesseln, eine Kuh zu handeln, eine Kuh zu versklaven, Tiere zu penetrieren und systematisch auszubeuten. Mein Körper, so, mein Recht, Körper der Tiere, ihr Recht. Du bist ja die erste Person, die ich live sehe, die zum Beispiel dann Onlyfans macht oder so Sexfilmchen oder Erwachsene-Filme. Mich würde interessieren, bist du ein eifersüchtiger Mensch, wenn du einen Partner hast? Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich bin in Beziehungen so dermaßen selbstbewusst, du kriegst nichts Besseres als mich in einer Beziehung. Also es geht nicht. Wieso soll ich eifersüchtig sein? Ich bin das Beste. Ich weiß nicht, ich habe da so eine Gotteinstellung, wenn ich in einer Beziehung bin. Ich bin eine gute Partnerin. Ich bin, glaube ich, ich bin nett, ich glaube, ich bin aufmerksam. Ich habe bestimmt scheiß Eigenschaften, ja, aber ich habe überhaupt keine Eifersucht. Und ganz ehrlich, was ist Eifersucht? Eifersucht ist Unsicherheit, pragmatisch ausgelebte Unsicherheit. Ich habe das Gefühl, selbst wenn ich nicht der beste Mensch der Welt bin, selbst wenn ich nicht die beste Freundin für diesen Menschen wäre, wenn er jemanden besseren findet, der besser zu ihm passt, dann soll er diese Person nehmen, weil ich will ihn auch glücklich sehen und wenn die besser zu ihm passt, dann will ich einfach nicht belogen werden, ich will nicht betrogen werden, der soll dann einfach mir sagen, hey, so ist es, ich habe da jemanden kennengelernt, der ist einfach in diesen und jenen Belangen besser, der passt besser zu mir, dann verdient er das, zu ihr zu gehen und wieso soll ich dann eifersüchtig sein, wenn ich auch möchte, dass er glücklich ist? Okay, verstehst du aber, wenn ein Mann sagen würde, wow, du drehst so Filme, das ist nichts für mich, ich könnte dich nicht als Partnerin nehmen? Enisa. Ja. Du weißt, Marketing. Ja. Wir müssen für die Tour noch ein bisschen Werbung machen. Schon wieder? Ja. Mann. Ich weiß, du willst nichts machen. Ja. Es läuft von alleine schon gut. Genau. Allerdings bin ich ein Typ, der sich nicht gerne auf Zufälle verlässt. Genau. Ja. Deswegen, bitte, wenn du mich ein bisschen liebst. So. Meine Damen und Herren, Werbung in eigener Sache. Und zwar sind die Deutschen, Nisa und Cheyenne, im November 2024 auf fantastische Arena-Tour. Fantastische Arena-Tour, das ist das Wichtige. Jetzt gibt es aber Leute, die sagen, ja, was machen die denn? Machen die nur Podcast oder was? Was? Das sagen die Leute? Ja. Das ist unerhört. Wir machen nicht nur Podcast,
sondern es ist eine fantastische Entertainment-Show, meine Damen und Herren. Es wird gesungen, getanzt, gerappt, Podcast, Zaubershow, Zirkusartisten, Akrobaten, Jackie Chan. Alle sind da. Ja, es wird eine Show, wie sie Las Vegas nicht mal auf die Beine stellen könnte. So, und wo wird die sein? Ganz sag uns das. Ja. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ja, ich das muss ablesen. Ach so. 21.11.2024 in Oberhausen. Wo? In Oberhausen. Welcher Ort? Rudolf Weber Arena. Oh mein Gott. Das heißt, alle im Umkreis können ja vorbeikommen. Genau, alle in NRW. So, dann haben wir den 22.11. in Moin-Minjung, Hamburg. Wo? In der Barclays Arena. In der Barclays Arena? Genau. Gehört die Charles Barkley? 23.11. Ja. In Berlin. In Berlin? In der Hauptstadt, in der Mercedes-Benz Arena. Gehört die Mercedes-Benz die Arena? 27.11. Ja. In München, in der Olympiahalle. Gehört die Halle der Olympiade? 28.11. In Stuttgart, in der Schleierhalle. Gehört die der Schleierhalle? Und dann das Finale. Natürlich bei den Zombies. 29.11.2024. Ja. In Frankfurt, in der Süwag Energie Arena. In der was? Süwag Energie Arena. In der Süwag Energie Arena. Da wollte ich schon immer mal spielen, seit ich mit Comedy angefangen habe. Deswegen gibt es Tickets. Ab sofort. Auch noch. Ab 35 Euro. Ja, das heißt, für das kleine Geldbeutel ist auch was da. Ja, für den kleinen Geldbeutel. Meine ich doch. Ja, Link in der Beschreibung. Ja. Klickt drauf, gönnt euch Tickets und schickt uns danach Screenshots, ihr Chips. Ja, peace in the Middle East. Ich verstehe es, aber dann hätte ich natürlich auch ein Problem, diese Person als meinen Partner zu haben. Die Person wäre dann wahrscheinlich auch nicht an mir in einer Beziehung interessiert. Würdest du aufhören für jemanden? Nein, wahrscheinlich nicht. Also wenn der Mann sagt, ey, ich will dich heiraten, ja. Vegan? Ja. Ich würde nicht heiraten wollen, aber okay. Ich verstehe schon, in so einer ernsten Beziehung sein. Ernste Beziehung, so. Der sagt, ich mache alles für dich, ich werde ein guter Partner, ich kümmere mich um dich, also, aber bitte hör auf, das ist mir unangenehm. Also ich kann das pauschal so nicht sagen, aber ich glaube, jemanden, der ähnliche moralische Einstellungen zu all diesen Themen hätte wie ich, der wäre wahrscheinlich, was Sex betrifft und Privatleben betrifft, vielleicht auch einfach, ja, eben ein bisschen kinky eingestellt und hätte damit eher weniger ein Problem. Und wenn, so, dann kann man Drake das immer Song besprechen. Kinky, do you love me, do you ride in, kenne ich leider nicht, aber genauso. Und es kommt immer, weiß nicht, ich will jetzt auch nicht sagen, dass alles, was ich jetzt gerade mache, in 5 Jahren immer noch dementsprechend will, was ich machen möchte. Vielleicht esse ich in 5 Jahren wieder Tiere, weil mich jemand davon überzeugt, dass sie nichts fühlen oder dass es die bessere Idee ist, weil Gott und keine Ahnung, was es alles gibt. Ich will mich darauf nicht festnageln, haha. Aber ich bin im Moment da offen und wenn jemand mit mir zusammen sein möchte, dann müsste der im Moment natürlich auch da offen sein. Okay, was hältst du so davon, von OnlyFans? Weil du bist ja so, hast ja auch bei überall so deine Meinung. Aber was meinst du genau? Ja, was hältst du davon? Ich interessiere mich dafür, also zu hören, wie sie das macht. Aber hast du deine Infos alle schon bekommen? Ja, deswegen habe ich ja das an dir weitergeleitet. Okay, aber was willst du genau wissen? Ja, was du so davon hältst. Von OnlyFans? Ja. Also von meinem OnlyFans. Ja, dass sie OnlyFans machst. Hast du da eine Meinung dazu oder nicht? Ja klar, man hat ja zu allem eine Meinung. Ja klar, deswegen frag ich dich. Ja, was willst du genau hören? Ja, nicht, was ich hören will, was du fragen willst. Ist dir das unangenehm? Oh nein. Er wird ganz rot, er wird ganz rot. Ja, ist ein bisschen unangenehm, ja. Ja, da musst du natürlich über nichts reden, was dir unangenehm ist. Genau. Also. Aber du kannst ein Abo da lassen. Ja, lass trotzdem ein Abo da. Also es wird natürlich nur veganes Gleitgel und vegane Unterwäsche verwendet. Veganes Gleitgel? Ja, veganes Gleitgel. Vegane Kondome, ganz wichtig. Ja, vegane Freude. Ey, der ist geil. Der so, aber lass ein Abo da. Masturbiere für die Tiere. Je nach Monat. Wir haben Aktionen. Wie je nach Monat? Gibt es da Specials? Ja, es gibt natürlich Specials. So. Wie sieht das aus? Ja, dass es dann halt mal günstiger ist. Wie sieht denn Black Friday bei OnlyFans aus? Wenn du einen Monat abonnierst, im Moment kostet es $20. Was? $20? Ja. Jeden Monat? Ja. Kriegst du Netflix, da kriegst du ja 1000 Filme. Qualität, oder? Ja, du kriegst halt Videos von mir. Okay, krass.
Wie viele Videos hast du da hochgeladen bis jetzt? Die genaue Zahl weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob du Clips zählst oder sonst. Also du kannst es dir ja alles ganz genau anschauen, wenn du ein Abo da lässt. Und ja, so verdiene ich mein Geld. So viel, das ist deine Haupteinnahmequelle? Ja. Okay, gibt's da ordentlich Geld? Wir müssen jetzt nicht den Preis wissen, aber gibt's da ordentlich Geld? Also kann man nicht davon leben? Genug Geld, um alle Tiere zu befreien. Aber man kann gut davon leben. Man kann davon leben. Vielleicht hast du mir auch so einen Account. Ja, mach. Ey, wenn du mich abonnierst, abonniere ich dich. Ja, klar. Ja. Nee, ich abonniere, wenn er mich abonniert. Ihr macht das zusammen. Er wird richtig rot, er wird wirklich rot, schau das mal. Das lässt Twins machen, Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito. Oh mein Gott. Ey, ist das geil. Ja, okay, dann, ich zeig's dir später einfach dann. Dann gucken wir Recherche. Guck die Recherche. So, weil Nisa interessiert dich. Dem ist das total unangenehm. Du musst danach beten gehen. Das ist geil, das ist wunderbar. Ja, also, kannst du ja morgen nochmal annehmen. Oh. Sehr gut. Also das ist deine Haupteinnahme. Du bist der schlimmste Mensch, den ich kenne, ne? Nein, das stimmt nicht. Doch. Nee, nur weil wir nicht deiner Meinung sind. Hey, das ist asozial. Ja, mach das, dann musst du ein neues Haus. Kommt weiter, ich zahle ja, ja, genau. Das ist deine Haupteinnahmequelle. Ich habe noch eine Frage bekommen, und wo Leute gefragt haben, wie lange will sie das durchziehen? Sie wird sowieso nichts erreichen. Das ist so ein, du läufst einfach nur im Kreis. Das glaube ich nicht. Ich glaube, du, wenn du für deine Werte einstehst, mit voller Überzeugung, selbst wenn ich diese Werte nicht teile, dann wirst du damit was erreichen. Und wenn es nur 5 Menschen sind, hast du was verändert. Wenn es nur einer ist. Wenn es nur einer, also ist meine Einstellung. Es können jetzt natürlich auch andere sagen, ey, einer, was bringt das? Ich sag nein. Wenn du einen erreicht hast, dann ist das ein Mensch für deine Sache mehr. Siehst du das auch so? Ich sehe das komplett so wie er. Und ich finde das richtig berührend, dass du das so sagst, weil im Leben musst du für deine Überzeugungen kämpfen und für deine Passion leben. Und wenn das für Gerechtigkeit, für Tiere und generell Gerechtigkeit ist und ich nur eine einzige Person überzeuge und die dann wieder eine Person überzeugt, dann geht das wie ein Domino-Effekt. Und das Schöne ist, durch das Internet und allein diese Plattform und diese Reichweite und vielen Dank, wird das irgendwer sehen und sich denken, ja, hat ja eigentlich Hand und Fuß, was die sagt. Na, dann höre ich auch auf, Tiere zu versklaven. Das wirst du ja auch auf die Resonanz, das wird man ja auch im Podcast sehen. Also das wird ja dann auch gespalten. Da werden ja auch Leute sein, die ihr zustimmen. Ja klar, sagen, es gibt Leute, die dich nicht feiern werden. Es gibt aber Leute, die sagen, ey, ich finde die ganz cool. Ja. Aber ich sag dir ganz ehrlich, so wo wir so ein bisschen recherchiert haben, wer du bist, haben wir von sehr vielen Leuten negative Sachen gehört. Nicht, dass du dich so auslebst, sondern dass du eine unhöfliche Person wärst, dass du nicht nett bist. Also ich muss dir sagen, du machst einen netten Eindruck, du bist höflich, du benimmst dich. Da hatten wir schon Leute, die haben sich nicht benommen. Und ich bin sogar stubenrein. Stubenrein, du bist nett, hast eine nette Begleitung hier. Also ich weiß jetzt nicht, ja, man könnte natürlich auch sagen, dieses aggressive Auftreten wirkt abschreckend für Leute. Ich bin jetzt, oder benimmst du dich gerade hier also, besser? Also ich warte, wenn ich jetzt für, ich versuche, das weiß ich nicht, ich kann nur erahnen. Ja. Ich kann nicht in die Gehirne reingucken. Ich bin ja ein Typ, wenn sie mich jetzt so angreift und anfaucht und beleidigt, mich juckt das ja nicht. Ich bin da nicht so zart beseitet. Ich gehe jetzt nicht nach Hause und weine. So, aber ich kann mir vorstellen, dass Leute sie sehen, wenn wir jetzt über den veganen Aktivismus sprechen und sagen, ey, guck mal, wie die den angefaucht hat. Das will ich nicht. Mhm. Ich will nicht, dass die mich so anschreit oder so. Ich bin ja entspannt. Ich bin immer entspannt. Gute Theorie. Oder kann es sein, dass du dich hier mehr benimmst? Oh, nee, warte, oder stimmst du dem zu? Also kannst du verstehen, wenn andere Plattformen auf anderen Medien, andere Podcasts, andere Journalisten, andere sagen, nee, guck mal, wie die Leute, wenn es um ihre Überzeugung geht, wie die Leute anschreit, ihre Art zu argumentieren, zu diskutieren, einen Diskurs zu führen, das ist ja gar nicht menschlich. Wie gesagt, mich juckt das nicht. Kannst du denn verstehen, dass die Leute sagen, nee, darauf habe ich keinen Bock. Kommt vielleicht daher, dass du sagst, ich bin die unbeliebte Veganerin, weil die Leute wissen, dass ich so mit denen umgehe. Und sollte man eventuell, wenn man mehr Leute erreichen will, nicht da zurückfahren und einfach bisschen netter sein, ja. Also es kommt immer auf mein Gegenüber an, ob ich jetzt als nett oder unnett empfunden werde, weil es gibt halt Leute wie du, die debattieren und dann wird man auch mal temperamentvoller und man nimmt dann nicht alles persönlich und alle sagen, oh, die hat mich beleidigt, nein, obwohl sie mir logisch aufgeschlüsselt hat, warum ich ein Heuchler bin, und dann hat sie es einfach gesagt und jetzt hat sie mich angeschrien und Mörder, das gibt's alles. Und dann gibt's Leute, die sagen, ja, das stimmt alles und sie hat ja recht, ich werde trotzdem nichts ändern, aber die fühlen sich dann nicht beleidigt. So, das kommt immer auf die Person an. Ich glaube tatsächlich nicht an die Theorie,
dass ich mehr erreichen würde, wenn ich jetzt alles, was ich sagen möchte, in Zuckerwatte einpacke, ja. Weil das langweilt, weil das nicht meinem authentischen Charakter entspricht. Jetzt, ich muss mich hier nicht grob verstellen, das ist das Angenehme. Ich habe so oft von YouTubern gehört, die ich getroffen habe, Badi ist ja echt so wie in ihren Videos, so quirlig, ich weiß nicht, ein bisschen lauter teilweise, weil anscheinend ist es so Sitte auf YouTube oder auf Influencing generell, sich irgendwie zu verstellen. Und das alle, ist das ja, Schöne. Die haben ja keinen eigenen Charakter und Meinung. Das ist das Schöne, ich muss es nicht tun, so, und ich versuche einfach nur im Sinne der Tiere und in meinem Sinne logisch zu sprechen, und wer sich davon angegriffen fühlt, soll sein, das ist mir leider egal, im Sinne von, weil die fühlen sich auch angegriffen, wenn ich die gleiche Botschaft, aber viel gewatteter sage. Ich hatte die Erfahrung seit 3 Jahren, du, ich mache Straßenaktivismus, da kannst du zu so einer Person gehen und sagen, ja, so gucken sie, wie finden sie das, was ich finde, ja, ganz, ganz schlimm. Und dann, sobald du mehr von ihnen verlangst, als zu sagen, das ist eh schon ganz toll, dass sie ein bisschen reduzieren, sobald du dann sagst, bitte hören sie dann doch auf, ja, ihr radikalen Militanten, egal wie man es ihnen dann sagt, das ist meine persönliche Erfahrung, deswegen kann ich es gleich so machen, wie ich es für richtig halte und sagen, was machst du da? Okay. Also, auch unser letzter Gast, ja, Agit, ja, schöne Grüße an dieser Stelle. Er hat das gleiche über YouTuber und Influencer gesagt. Mhm. Er hat gemeint, die verstellen sich komplett, die sind hinter der Kamera ganz anders. Und sobald die Kamera angeht, wird die Stimmenfrequenz anders, die reden ganz anders, die haben plötzlich so eine ganz andere Meinung. Also ich bin ja selber YouTuber, eigentlich Solo-YouTuber, deswegen bin ich auch nicht erfolgreich geworden, weil ich nicht so bin wie die. Und ich merke ja, wenn ich zum Beispiel auf Events bin, wo die auch sind, da siehst du ja ihr wahres Gesicht. Mhm. Die sind besoffen, wie die mit Fans umgehen, asozial. Da kommt ein Fan, der wartet seit 2 Stunden und sagt so, bitte ich will ein Foto. Der sagt, ja, verpiss dich mal und läuft einfach weiter. Mhm. So, das sind so, die sind dann so Säufer und so, weißt du? Da merkst du schon am Ende des Tages, wie diese Leute so drauf sind. Das ist unangenehm. Und diese Doppelgesichtigkeit, die habe ich zum Beispiel auch bei Leon Mascher und ApoRed erlebt. Die haben mir hinter der Kamera, sobald die Kamera aus war, einfach mit allem Recht gegeben und gesagt, ja, sie machen ja nur so Schickimicki für vor der Kamera und Drama und all das und wollen sich mit mir zoffen und mich da auffliegen lassen. Und ApoRed ist dieser, der aussieht so der Stiefsohn von Bion, ne? Ja. Genau. Und da hatte ich einige Leute, sobald die Kamera aus war, auch ein Politiker, mit dem ich mal geredet habe, der Gerald Groß, sobald die Kamera aus war, hat er gesagt, ja, wir sind ja alle Heuchler, ich bin ja auch ein Heuchler und die Geschichte stimmt gar nicht. Der hat vor der Kamera erzählt, wie stolz er so diesen Fisch ausgenommen war und wie geil das war. Und dann hat er mir danach unter 4 Augen gesagt, ja, ihm war danach so kotzübel, er hat dann nichts mehr gegessen an dem Abend, weil er das so schlimm fand mit dem Tier. Und ich so, ja, warum sagst du das, warum stellst du dich als den coolen Macker da, der kein Problem damit hat, den armen Fisch zu töten vor der Kamera? Das ist halt total peinlich. Ich finde das furchtbar. Ja, deswegen, also wir hatten ja im Vorfeld ein paar Gespräche, also nicht mit dir selber, sondern mit deinem Team sozusagen. Und da habe ich das auch ein bisschen rausgehört, dass da immer die Angst immer halt war, dass wir so Sachen verfälschen würden oder dies und das. Und wir schneiden ja auch nichts. So, wie gesagt, das bleibt immer alles clean. Und wir stehen ja dafür, das muss man mal sagen, das ist sein Verdienst. Ihm war das immer sehr wichtig. Wir machen jetzt seit 5 Jahren fast den Podcast, ne? Ihm war das immer sehr, sehr wichtig, dass wir so sind, wie wir sind und uns nicht verstellen, nicht auf Zügen draufspringen. Und wenn da jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Conchita Wurst plötzlich gerade so gehypt ist, dass wir nicht sagen, wir laden die jetzt extra ein, dass wir sympathisieren mit dieser Person, dass wir dann die Klicks bekommen. Das machen wir nicht, leider. Sondern eher, wenn die... Weil das würde dann ein bisschen Geld bringen. Ja. Aber dafür sind wir stabil und auf dem Boden geblieben. Und wir wachsen... mit einem guten Grundfundament. Organisch. Organisch. So. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg beim Wachsen. Dir als Nicht-Veganer wünsche ich das nicht. Danke. Ich wünsche dir, dass du ab jetzt erkennst, dass du Tiere in Schlachthaus schickst und dass du das selbst nicht gerne erleben möchtest. Ja. Ich hoffe, dass du lange leben wirst, dass du gesund bleibst. Ja. Aber warum wünschst du das den Tieren nicht? Das, weil ich Tiere esse und ich in der Nahrungskette über dem Tier stehe. Wenn ich stärker bin als du, kann ich dich auch nicht einfach zum Schlachthaus schicken. Ja, aber ich bin ein Mensch, du bist ein Mensch. Wenn du kein Mensch wärst von der DNA, darf ich dich dann zum Schlachthof schicken, nur weil ich stärker bin als du? Ja, wenn also, das so... Na klar. Ich zücke jetzt mein DNA-O-Meter hier und dann mache ich, steck mal den Arm aus, dann mache ich... Piep! Und da kommt raus, du bist kein Mensch. Ja, aber Mensch. Du weißt das ja. Du weißt ja, welche aber Tiere wenn das du rauskommt, dann darf ich dich in Schlachthaus schicken. Okay, warte. Du isst ja Gemüse, ne? Ja. Getreide, ja. All das. Du weißt, wie viele Tiere, Ungeziefer, bei der Agrarkultur sterben. Ja, weiß ich. Und deswegen darf ich noch zusätzlich Tiere absichtlich in Schlachthaus schicken. Wenn dir diese Agrartiere wirklich so leid tun würden, dann würdest du nicht... Umso schlimmer. Dann würdest du sie nicht massenweise noch mehr Getreide und Agrarprodukte anbauen, um die Tiersklaven zu füttern, die du dann auch noch in Schlachthaus schickst. Warum trinkst du nicht nur Wasser dann?
Weil ich davon nicht leben kann. Und eine tote vegane Aktivistin ist keine gute vegane Aktivistin. Also, soweit dies praktisch durchführbar. Das habe ich nie gesagt. Nein, aber Mäuse, ich glaube nicht, dass sich in einer nicht-veganen Welt in irgendeiner Form die Agrarwissenschaft und der Anbau so verändern wird, dass Tiere respektiert werden. Das wird nicht funktionieren. Dafür brauchen wir Veganismus als grundlegenden Gedanken in der Bevölkerung. Tierrechte, dass sie prinzipiell nicht direkt und absichtlich ausgebeutet werden dürfen. Aber tust du absichtlich. Dann muss man unintentionale Tode, die definitiv anders zu werten sind als Morde, definitiv auch so weit, wie es praktisch durchführbar ist, einschränken. Dass wir höchstwahrscheinlich, wenn wir leben, allein wenn wir spazieren gehen, vielleicht jemandem wehtun, wenn du was kaufst, wenn du Getreide kaufst, dass da vielleicht eine Ameise, ein Wurm, eine Maus draufgegangen ist. Sondern mit Sicherheit. Du weißt es nicht immer mit Sicherheit, aber selbst wenn das so ist, ist das um Welten weniger und kein anders zu werten. Und das weißt du auch. Es ist ein Unterschied, ob du Auto fährst und dabei jemanden triffst, als wenn du absichtlich zu dem nach Hause gehst, dein Leben lang versklavst, deine Kinder von ihm stehlen, ihm Zahlen geben und ihn abstechen. Von irgendetwas muss ich Avocado essen. Von irgendetwas muss ich leben. Die meisten Avocados werden, genau, dann sterben auch Tiere beim Anbau von Birnen. Die Wahrscheinlichkeit, du kannst dir selber Birnen anbauen. Okay. Du kannst ja alles selbst, umgehen, wenn du so selbst, extrem wirst. Selbst, nein, Raffaella. Das stimmt nicht. Selbst wenn du dein eigenes Feld hast, sterben da Tiere beim Anbau. Raffaella. Also das funktioniert nicht. Veganismus ist eine, Entschuldigung, das muss ich noch fertig machen, eine deontologische Rechtsansicht. Das ist eine Minimalanforderung. Okay. Alles, was darüber hinausgeht, kann man definitiv auch diskutieren. Aber kann man versuchen dich dafür zu reduzieren. Sollte man tun. Definitiv tue ich auch jetzt schon. Ja. Sollte man machen. Okay. Und wie gesagt, wenn dir diese unintentionalen Tode, wenn du die vermeiden möchtest, anstatt mir das als heuchlerisches Tu Quoque entgegenzuwerfen, dann solltest du drüber nachdenken, was deine Tiersklaven den ganzen Tag lang. Aber ich habe ja nicht diese Einstellung. Das ist ja nicht meine Einstellung. Umso schlimmer. Es ist deine Einstellung. Wenn du gegen Tierquälerei bist, dann bist du dagegen. Wenn du gegen Sklaverei und Rassismus bist, dann bist du. Das ist deine Einstellung. Dir egal zu sein. Im Gegensatz zu dir. Habe ich jetzt schon festgestellt. Es bringt nichts bei ihm. Okay, ich will noch eine Sache sagen. Es bringt nichts. Du weißt, dass es. Einfach ignorieren. Ich will ja, weil im Gegensatz zu dir behaupte ich ja nicht irgendwas Wissenschaftliches, was ich nicht belegen kann. Ne? Aber du weißt ja, es gibt die These, steht im Raum, dass Pflanzen auch ein Schmerzempfinden haben und das spüren, wenn sie sterben. Die These steht im Raum. Dass es mal große, drei Meter große Menschen gab, die Gaia angebetet haben. Diese These steht im Raum. Sobald sie drei Monate alt sind, ein Lieblingsfilm. Die These steht im Raum, dass es Götter gibt. Die These steht im Raum, dass dieser Stuhl hier ein Gefühlssinn hat. Ja, das Schaf kannst du nicht schlachten, weil es guckt jeden Samstag. Ich kann jetzt jede These in den Raum stellen. Ich kann jetzt auch nur noch diesen Knopf drücken. Wer das hört und nicht vegan ist, ist ein. Oh, sehr sympathisch. Das war mein Schlusswort. Das war dein Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst. Es bringt nichts bei so Leuten. Da kannst du machen und tun, was du willst. Er ist schlimmer, als ich glaube. Nein. Aber es fällt doch schwer, mit so einer Person befreundet zu sein, oder? Nee, weil ich akzeptiere ihn einfach so, wie er ist. Aber du kannst doch niemanden, der Tiere quält, einfach Beispiel, so akzeptieren. Nee, zum Beispiel, er bestellt sich ja jeden Tag hier Chicken Wings. Ich gehe dann immer woanders essen. Ja, aber du weißt ja trotzdem, dass ein Kollege von dir Lügisch. Hühnern die Flügel abgeschnitten Lügisch. Hat. Sag, dass ich lüge, ob ich das esse oder nicht. Ich gehe immer woanders essen, weil ich das nicht esse. Aber ich... Warum akzeptierst du das aber? Ja, weil ich ihn so lasse. Ich bin ein Mensch, ich lasse jeden so, wie er ist. Aber er ist ein Gewalttäter. Er quält Tiere, er reißt Hühner die Flügel raus. Das kann man doch nicht akzeptieren. Das ist was anderes. Aber er kann dir Einkommen bringen und du sagst ihm gleichzeitig, das, was er den Tieren antut, ist nicht okay und das ist nicht zu akzeptieren. Findest du, Gewalt sollte man akzeptieren? Einfach so? Ich akzeptiere es nicht, aber... Du akzeptierst es doch. Du sagst, er kann machen, was er will. Ja, aber ich weiß, dass man ihn nicht überzeugen kann. Aber dann ist es nicht akzeptieren, es ist ein Aufgeben. Das ist nachvollziehbar menschlich. Aber es ist trotzdem, man kann trotzdem sagen, es ist nicht okay. Ich verurteile ihn auch dafür. Das weiß er ja auch. Aber wenn ich etwas akzeptiere, dann verurteile ich die Person nicht, finde ich. Nein. Aber für mich ist das vielleicht semantisch anders. Ich verstehe, was du sagen willst. Ja, aber guck mal, er ist ja mein Freund. Warum ist man mit jemandem vorne, der absichtlich Tiere quält? Ja, er tut es ja nicht absichtlich, er braucht es ja. Er braucht es nicht. Doch. Redet sich ein, dass er es braucht. Ja, du weißt, dass er es nicht braucht. Denkst du, du siehst gesünder aus als ich? Es wäre scheißegal, wenn ich ausschaue wie ein Haufen Scheiße. Es wäre unmoralisch, Tiere wegen meinem Aussehen ins Schlachthaus zu schicken. Ja. Du kannst mir nicht erzählen, dass dieser Mann hier ungesund aussieht. Ja, der nicht, aber du siehst aus wie ein Billardkö. Dann sehe ich aus wie ein Billardkö, es hat trotzdem mein Onlyfans, weil auch dieses Billardkö braucht Geld. So, hätten wir das geklärt. Aussehen ist keine Rechtfertigung für Gewalt. Schaut euch den Film Dominion auf der Seite a3x.org an. Gute Nacht, over and out von dem veganen Billardkö. Das war's von uns, meine Damen und Herren. Vielen lieben Dank an diesen überaus sympathischen Gast. Ja, danke an meinen Partner Scheiern. Es war eine sehr aufschlussreiche Folge. Versucht immer nett miteinander zu diskutieren. Ich bin sehr auf die Resonanzen gespannt. Ja, Diskurs ist immer gut. Man sollte immer mit Leuten diskutieren, deren Meinung man nicht teilt, weil dann kann Gewalt man was lernen. Gewalt ist keine Meinung. In diesem Sinne danke ich euch allen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Dankeschön. Peace, abonniert den Channel
Und ja, ich bin auf Tour, www.nisa.tv für Carnivore Stand-Up Comedy. Und ich bin sehr auf die Resonanzen gespannt. Und ja, wir schaffen es immer wieder, Leute mit fantastischem Benehmen hier bei uns sitzen zu haben. Und ich wünsche euch allen nur das Beste, ob ihr Veganer seid, Fleischfresser, egal was. Nur Liebe für euch. Das war's von mir. Peace. Lebt vegan statt brutal. Hört man das überhaupt? Nee. Wer das hört und nicht vegan ist, ist ein Hurensohn. Ich heule. Es war auf jeden Fall unterhaltsam. Reicht doch nicht. Oh, ich weine. Du rotzt richtig. Und ich kann nicht mehr trinken. Das war jetzt einfach gemein. Okay. Ja, hat mich sehr gefreut, ne? Boah, ich kann nicht mehr den Bauch schwitzen. Boah. Oh mein Gott. Boah, ich heule. Oh, ihr weint, Alter. Wie lange dauert das? Boah, weiß ich nicht.